dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist heute nicht nur der Sebastian, den ich jetzt erstmal begrüße. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, sondern auch der von uns sehr geschätzte Bernd Sauter. Guten Abend, Bernd. Guten Abend. Tja, endlich mal Gäste hier im Podcast, könnte man fast schon sagen. Die Corona-Krise macht es möglich und für alle, die den Bernd jetzt nicht kennen, was mich wundern würde, denn der Bernd ist eigentlich bekannt wie ein bunter Hund in der VfB-Fanszene, würde ich mal so sagen. Und unter anderem für eines meiner Lieblingsbücher verantwortlich, Bernd, nämlich Fußballheimat Württemberg. Du bist Autor und so ein bisschen auch, ich würde sagen, Fußballphilosoph. Kann man das so sagen? Du schaffst es gerade, dass ich im Podcast eine ziemlich rote Gesichtsfarbe einnehme. Vielen, vielen Dank. Das kann man, das sagen manche so, ich würde never über mich selbst behaupten. Vor kurzem war ich bei der Schwäbischen, da hat der Heimatforscher zu mir gesagt, auch das fand ich schön. Und ja. Heute bin ich bei Twitter sehr gewertschätzt geworden, nämlich mit dem Attribut Grumpy Cat. Auch das hat mir sehr gefallen. Also, vielleicht können wir da gleich mal direkt anschließen. Wie erklärst du dir denn diesen neuen Spitznamen? Ja, der trifft zu, also sehr großes Lob für diese Bezeichnung. Ja, wahrscheinlich bin ich dazu geworden, weil man ja, also im normalen Fußballbusiness fällt einem ja doch mal immer wieder auch ein paar Dinge auf, die einem nicht so passen. Und das bei anderen Vereinen zu kritisieren, hat immer so ein bisschen den Beigeschmack, ach ja, der ist ja VfB-Fan, dass der die anderen nicht gut findet, ist eh klar. Deshalb macht man das dort, wo es hingehört. Man soll bitte vor der eigenen Haustüre kehren. Und es gab vor allem in den letzten 5 Jahren einiges, was man beim VfB jetzt nicht unbedingt gut finden musste, aus meiner Sicht. Und das habe ich mir getraut, immer mal wieder zu schreiben. Und deshalb Grumpy Cat, sensationeller Name, nehme ich an und klebe es über meine Türklingel. Vielen Dank. Okay. Ja, also was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, möchte ich mal so sagen, dass sich also Social Media mäßig beim VfB schon was getan hat. Also man ist ein bisschen aufmerksamer geworden auf Themen, die so in der Twitter und von mir aus dann auch Facebook-Bubble die Leute interessiert und man versucht, da schon so ein bisschen ein anderes Gesicht zu zeigen als noch vor, ich sag mal, einem Jahr. Nur, ich glaube, das, was du manchmal auf Twitter dann auch kritisierst, ist, dass der VfB-Twitter-Account zum Beispiel dafür dann sehr gelobt wird, wenn es Reaktionen auf etwas gibt, das vielleicht von anderen Profivereinen schon viel früher aufgegriffen wurde. Und man hat manchmal das Gefühl, der VfB rennt da noch ein bisschen der Musik hinterher. Ist das der richtige Antwort, ja, das ist richtig. Und trotzdem haben natürlich diejenigen, die das loben, sehr recht. Denn beim VfB hat man solche Dinge ja über 5 Jahre vermisst und jetzt kommen sie. Und natürlich ist es dann auch ein bisschen ungerecht, wenn jetzt machen sie es und dann kritisiert man es wieder mit dem Argument, sie hätten es aber schon vor 2 Jahren machen müssen. Das ist natürlich etwas altklug. Und trotzdem freue ich mich immer sehr, dass da ein, wie ich immer sage,
so ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein reift. Und ja, die Frage, die bei Twitter hochkommt, hängt damit zusammen, die an mich persönlich ging. Das war, wann bin ich denn zum Grumpy Cat eigentlich geworden? Was hat mich dazu gemacht? Das war eine Hauptversammlung, bei der ein Herr Dietrich gewählt wurde. und ich bin nicht, weil dadurch quasi schon die Ausgliederung klar war, die ist richtig. Aber ich bin da, seit damals bin ich immer noch enttäuscht, wie eine ganz große Mehrheit des VfB einen Menschen zum Vorstand machen kann, der Trumpeske oder Erdoganeske Züge hat und von dem wirklich eine große Öffentlichkeit wusste, dass er charakterlich dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Und das enttäuscht mich tatsächlich, auch wenn wir jetzt Gott sei Dank Klaus Vogt haben mit einem etwas beschnittenen Amt, das nicht so viel Machtfülle hat, wenn wir jetzt auch den wunderbaren Thomas Hitzelsberger haben auf der anderen, auf der AG-Seite, muss ich sagen, da ist bei mir offensichtlich noch irgendwas übrig geblieben von dem Frust von damals. Also da, das muss ich selbstkritisch eingestehen und das ist vielleicht auch dieser, da bin ich stellvertretend für viele, die damals auch gesagt haben, der VfB braucht noch ein bisschen Zeit, bis er mit einer guten gesellschaftlich relevanten Unternehmen- und Vereinspolitik seine Fans wieder zurückerobert. Und ich lasse mich gern zurückerobern, möchte aber dann auch immer wieder ein paar Dinge einwerfen, die aus meiner Sicht noch verbessert gehören. Das Interessante ist ja, dass genau die Leute, die damals Wolfgang Dietrich ins Gespräch gebracht haben und letzten Endes da auch mit dazu beigetragen haben, dass er zum Präsidenten gewählt wurde, dass die ja immer noch im Verein aktiv sind. Trotzdem wird es gar nicht mehr so sehr thematisiert eigentlich, dass da Leute das alles dann auch mit abgenickt haben, was von Wolfgang Dietrich so kam und sich denn nicht öffentlich irgendwie dagegen gestellt haben. Und ich weiß nicht, wie weit man intern versucht hat, dagegen zu arbeiten. Aber auch da kam es mir nicht so vor, als ob damit Vehemenz versucht wird, den wirren Herr Dietrich irgendwie in seine Schranken zu weisen, wenn das auch wahrscheinlich gar nicht so mehr möglich war, nachdem es ja die neue Satzung gab. Aber fehlt ja da auch so ein bisschen, ja, Sven Mistentat würde sagen, eine gute Aufarbeitung und man dreht alles um und bespricht sich und dann kommt nochmal alles auf den Tisch. Fehlt dir das so ein bisschen im Nachhinein? Ja, mir fehlt schon ein bisschen, wenngleich ich natürlich auch zugeben muss, dass diese Aufarbeitung ein schmaler Grat ist, wenn man es öffentlich tut. Denn das hat ja dann sofort immer irgendwas von Nachtreten und vielleicht ist es sogar ein gutes Zeichen, dass man nichts mitkriegt. Ich hoffe mal und glaube, dass das intern auch gemacht wird. Aber tatsächlich, das, was du angesprochen hast, man hat den guten und auch aus meiner Sicht ein bisschen senilen Herr Dietrich schon in die ein oder andere Katastrophe laufen lassen, die dem Verein eben anhängt. Und da hat aus meiner Sicht die Kommunikationsabteilung keinen guten Job gemacht damals. Die war natürlich auch unter der Regentschaft von Dietrich gefangen. Und ja, da würde ich mir schon ein bisschen deutlicher neue Impulse wünschen. Aber kommt Zeit, kommt Rat und gerade haben wir andere Probleme. Okay, dann möchte ich noch mal ganz kurz auf deine Fangeschichte zu sprechen kommen. Denn du warst ja mit Sicherheit auch mal ganz, ganz normaler VfB-Fan, der einfach nur ins Stadion gegangen ist, sich gefreut hat, wenn der VfB gewonnen hat, sich geärgert hat, wenn man verloren hat. Und ab und zu gab es auch noch was zwischendrin. Wann ging das so bei dir los? Also das... die Liebe für den VfB entfacht wurde. 3:3, erstes Bundesligaspiel nach dem Wiederaufstieg, VfB gegen Bayern. Ich mit dem tatsächlich wirklich jetzt keine romantische Geschichte, die ich nachhinein erfunden habe, mit dem selbst gestrickten Schal von weiß und rot von meiner Mutter, den gibt's noch, den trage ich sogar noch manchmal. Der hatte da seine Premiere und ich auch und ich bin ja Landei und Kind von der Provinz, aus der Gegend von Vaihingen-Enz und für mich 10 oder 11, große weite Welt, volles Stadion, volle Begeisterung. Also ich glaube, ich habe danach mindestens eine Woche lang Touchur auf dem Bolzplatz für mich geübt, dass ich auch mal da hinkomme. Bin aber dann, wie dann auch später häufiger in meiner Karriere, auch an diesem Vorhaben gescheitert. Und gab es auch mal so eine Zeit, wo dir der VfB sehr weit oder sehr entfernt vorkam, also wo du dich so ein bisschen entfremdet hast, sage ich jetzt mal, und vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem VfB anfangen konntest?
Ja, aber das hat tatsächlich erst vor 5 Jahren angefangen. Sonst bis dahin hat meine kindliche Begeisterung echt durchgehalten. Also auch jetzt so die Zeit, dann, ich sag mal, es gab ja dann auch mal nicht so schöne Phasen unter Dieter Hoeneß oder so, das war für dich ja erstmal egal, oder auch unter Meyer Vorfelder, die beiden haben natürlich auch zusammengearbeitet. Also Meyer Vorfelder ja. Musste ich schon von Anfang an lernen zu verdrängen. Man wäre ja in der Zeit nicht VfB-Fan geworden, wenn man das nicht schon als gegeben akzeptiert hätte. Ja, also im V war natürlich, je nachdem wie man sozialisiert war, schon immer jemand, der mit Macht polarisiert hat und wo vor allem als Jugendlicher dann auch logischerweise dann Sport und Politik nicht so fürchterlich weit auseinanderhalten konnte, und es war immer ein bisschen ein schwerer Stand, den man dann in manchen Sozialisationskreisen hatte, wenn man VfB-Fan war. Wie, VfB, die haben doch da den Kultus oder den Finanz, je nachdem. Ja, müsst ihr drüber wegsehen, aber das ist trotzdem gut, der Brustring ist klasse. Das war schon immer schwierig, aber später so Dieter Hoeneß oder sowas fand ich persönlich, ja, da war ich kritiklos, um ehrlich zu sein. Vielleicht war es auch nicht die Zeit, wo der Fußball aus meiner Sicht, da war es tatsächlich nicht die Zeit, in der Fußball so gesellschaftsrelevant war, wie er heute ist. Er hatte noch nicht die Bedeutung, die er heute hatte. Ja, es war ein bisschen unbeschwerter, das stimmt schon. Also ich war da noch sehr jung, 92, jetzt war die große Zeit unter Dieter Hoeneß dann. Deswegen ist es natürlich als Kind dann natürlich nochmal ganz anders als dann später als Erwachsener, aber ja, das stimmt schon. Also der Fußball hat eine Bedeutung zugenommen, und ja, darüber werden wir nachher auch noch so ein bisschen reden, aber ich muss den Sebastian jetzt mal wieder mit ins Boot holen. Ich höre euch gebannt zu, ist alles gut. Nee, weil ich auch mal deine Meinung dazu hören würde gern, wie sich der VfB gerade so auf Twitter in den letzten Monaten präsentiert. Da haben wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber gesprochen, obwohl man da eine deutliche Änderung wahrnehmen konnte. Und ja, du bist auch bekanntermaßen viel auf Twitter unterwegs. @butze übrigens, der Twitter-Account, den solltet ihr folgen. Alles rund um Corona wird da hervorragend aufgearbeitet. Sogar mit Indoor-Workout-Tipps von Sebastian. Gibt's bald auch eine App, vermute ich. Aber darum soll es nicht gehen. Nee, aber wie schätzt du das ein, dass sich da momentan was verändert hat? Liegt das vielleicht auch daran, dass der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzesberger ja auch so ein bisschen für Kommunikation zuständig ist nach Stellenausschreibung? Nee, also hat sich wirklich einiges getan, und ja, und wenn dein Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzesberger heißt und dein Präsident Klaus Vogt und beide ja wissen, wie sie öffentlich auftreten ja sollen und machen das aber auch authentisch. Es ist ja nicht so, dass du denkst, ja, die machen das so, wie sie denken, dass sie gut ankommen. Nee, also ich nehme denen das auch wirklich durchaus ab. Ich glaube, dann ist eigentlich ja noch die Mannschaft auf dem Platz und der sportliche Erfolg dein größtes Problem. Und da aktuell nicht gespielt wird, gibt sich der VfB natürlich hervorragend. Ne? Also Klaus Vogt ist dafür verantwortlich, dass die diese, ich nenne es jetzt mal Nachbarschaftshilfe, ist das despektierlich, ein Auto bekommt, und Thomas Hitzesberger teilt Tweets, dass halt in Kliniken noch Leute gesucht werden und so weiter. Also die zwei federführend machen das richtig gut, und in ihrem Fahrwasser natürlich auch der offizielle VfB-Account. Also ich denke, die machen alle einen richtig guten Job. Und das Schöne ist ja jetzt in der aktuellen Zeit, also wenn man von etwas Schönem reden kann, dass ihre Bemühungen auch jetzt gerade gar nicht überlagert werden von kurzfristigen sportlichen Erfolgen. Es ist nicht so, die zwei machen alles richtig und dann kriegst du halt irgendwie kurz vor Schluss doch noch irgendwie einen Ausgleichstreffer und alle sagen, der CEO ist scheiße und der Präsident ist scheiße, weil der VfB doch nicht gewonnen hat. Nee, jetzt kann man ja gerade sehen, was sie machen, und die Wirkung wird nicht überstrahlt von sportlichen Ereignissen. Und das ist ja auch mal ganz spannend zu sehen. Wir müssen als Disclaimer mal kurz vorweg schicken, Bernd, du und Klaus, ihr kennt euch sehr gut, habt schon viel miteinander zu tun gehabt und ja, unter anderem auch beim FC Playfair, glaube ich, das ein oder andere Bierchen zusammengetrunken, als es da um wichtige Themen rund um Fußball ging. Wir haben letzte Woche mal so ein bisschen darüber gesprochen, ob man sich von Klaus ersten Monaten irgendwie mehr erwartet hat. Also vielleicht kannst du das so ein bisschen beurteilen. Wie würdest du bislang die Amtszeit von Klaus Vogt beschreiben? Ich glaube, man sagt ja bei Managern, dass man ihre Arbeit erst nach circa 3 bis 4 Jahren wirklich beurteilen kann. Bei Trainer ist vielleicht ein halbes Jahr, bei Präsidenten ist es noch viel länger. Und ich finde, Klaus macht es im Moment sehr gut. Er
spielt sich sehr wenig in den Vordergrund. Man muss ja auch immer, ich glaube, man muss schon sehen, dass beim VfB das seit Dietrich sowieso nicht mehr, nicht von einer Person abhängt, und das ist auch gut so, sondern da ist ein ganz ein eingespieltes Team von vielen Menschen, die sich alle sehr gut kennen. Und Klaus kommt in dieser Situation als Neuer und war vorher schon in ein, zwei Gremien, jeder kennt ihn, der ganze VIP-Raum hat ihn gekannt, zwangsläufig, weil er überall hingegangen ist und Grüß Gott gesagt hat. Aber er ist dann doch in dieser Position natürlich neu und muss sich da auch erstmal mit leisen Tönen etablieren, alle vorstellen und so weiter und so fort. Und da glaube ich dran, dass er das gut macht. Ich bin froh, dass er nicht irgendwelche merkwürdigen Schnellschüsse raushaut, nur um irgendwie in die Presse zu kommen. Das wäre das Falscheste. Und ich glaube, er macht es taktisch ganz klug. Er hat mit dem Rainer Mutschler, jetzt auch dann mit dem Adrian, Leute an seiner Seite, die, von denen ich weiß, dass er sie vorher schon geschätzt hat. Das gibt mir das Zeichen, dass die Dinge langsam in die richtige Richtung gehen und auch vielleicht diejenigen, die vorher einen ganz großen Einfluss hatten, unter anderem die Menschen, die sich auf Fort reimen, dass die langsam einen Einfluss verlieren. Und das gibt mir große Hoffnung, dass der Klaus gerade vieles richtig macht. Also ich wünsche es mir natürlich, dass es so ist. Ich stelle mir in den letzten Wochen immer mal wieder die Frage, ob es ihm besonders leicht gemacht wird von Seiten des VfB. Das kann ich natürlich von außen nur schwer beurteilen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt, aber ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass eben genau die Position, dass er als Neuer da jetzt reinkommt, ja, schon auch vielleicht ihn vor so ein paar Probleme stellt, die man vielleicht hätte kommen sehen können, aber dann trotzdem einen überrascht, wenn man sich überlegt, dass es ja eigentlich um den Verein, um das Wohl des Vereins gehen soll. Bin ich da auf dem Holzweg oder, Bernd, kannst du dir vorstellen, dass es da vielleicht doch ein bisschen schwieriger ist, als gerade für so jemanden wie Wolfgang Dietrich reinzuschnuppern, sage ich mal, in die Familie VfB? Ja, bei Dietrich hat ja jeder gewusst, dass er kuschen muss, weil der Dietrich unter anderem das Geld und den ganzen Quatsch mitbringt. Mhm. Das ist bei Klaus jetzt nicht so. Er arbeitet ja an seiner Mittelstandsinitiative. Ich hoffe, das wird erfolgreich sein. Nur die ganze Mittelstandsinitiative wird natürlich für den aktuellen Hintergrund auch nicht arg viel nützen. Aber ich glaube schon, dass wir haben ja Ende des Jahres wieder die Notwendigkeit auch abzustimmen, wie es weitergeht. Und ich glaube schon, dass er die Dinge jetzt mal ruhig und sehr gut angeht. Und es ist mir ehrlich gesagt viel lieber als ein Dietrich, der bei jeder unmöglichen Gelegenheit seine wackelige Hand erhoben hat. Ja, also da freue ich mich immer sehr und weiß, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Wenn nicht er, wer dann? Das hört sich gut an. Gut, dann wollen wir mal über das aktuelle Geschehen so ein bisschen sprechen. Da ist ja dann doch sehr viel Dynamik in der Situation, wie man das so häufig jetzt in letzter Zeit hört. Und es gab von euch, Sebastian, Vertikalpass, du hast den Artikel geschrieben, einen sehr interessanten Artikel, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber auch von dir, Bernd, gab es einen sehr interessanten Artikel, nachzulesen auf liga-der-propheten.de oder ja, ihr kennt die Seite wahrscheinlich auch unter Propheten der Liga, wie auch immer. Ich werde beide Artikel natürlich verlinken und es geht da ja eigentlich ganz konkret darum, was machen wir Fans jetzt eigentlich mit den ausgefallenen Spielen? Sollen wir unser Geld zurückfordern oder sollen wir den Verein möglichst lange unterstützen? Und bevor wir darüber jetzt so ein bisschen sprechen, würde ich gerne mal zwei Auszüge beziehungsweise einen Auszug aus Bernds Artikel und einen Auszug aus Sebastians Artikel vorlesen, damit die Hörer auch so einen kleinen Eindruck bekommen, wo so eure Standpunkte verortet sind. Also ich fange mal an mit Bernds Artikel, der übrigens den Namen trägt, also der Artikel Geisterspiele, Solidarität und Ina Aogo. Das gefällt mir schon sehr gut. Ein großartiger Artikel, ja. Definitiv besser als meine. Moment, dann sage ich den auch noch kurz, der ist auch gut. Der trägt nämlich den Namen Well, That Escalated Quickly. Also auch da. Fand ich sehr gut. Genau. Gibt's für beide Titel schon mal ein Sternchen. Gut. Also, Bernd schreibt folgendes. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Künstler, Gastronomen, Freelancer, Einzelhändler und.
Alle haben unsere Solidarität verdient. Die Spielbetriebs-AGs des Profifußballs sicher nicht. Wenn es zu Geisterspielen kommt, haben alle Fans die Chance, Spendengelder zu generieren, ohne an den eigenen Geldbeutel zu gehen. Wer aus Faulheit oder falsch verstandener Fantreue auf Rückforderungen verzichtet, finanziert damit im übertragenen Sinne das nächste goldene Steak von Frau Aogo. Wir alle tun dies lange genug. Jetzt bietet sich die Chance, ihr wenigstens ein Salatblatt wegzunehmen. Anderswo ist es Gold wert. Also, der ganze Artikel ist lesenswert, aber das ist natürlich schon eine sehr toller Absatz. Deswegen wollte ich den ja auch unbedingt vorlesen. Und Sebastian schreibt: Machen wir uns nichts vor, auch die Clubs mit ihren Multimillionen-Etats werden um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen müssen. Während viele von uns ihren Job von zu Hause aus erledigen können, fällt diese Option bei Profisportlern flach. Und so zahlen die Clubs weiterhin üppigste Gehälter, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Dass das nur über begrenzte Zeit funktionieren kann, dürfte klar sein. Solange ich es mir leisten kann, werde ich keine Mitgliedschaften bei Vereinen kündigen oder Geld für Tickets, egal ob Fußball oder Konzerte, zurückfordern. Nicht, weil ich damit den kickenden Millionären und Dubai-Trips der Partnerinnen alimentieren möchte, sondern weil ich die ganz normalen Mitarbeiter unterstützen möchte, die jetzt wie viele andere um ihre Jobs sich Sorgen machen müssen. Ja, also die Standpunkte von euch beiden sind damit relativ klar. Bernd, du bist der Meinung, man müsste jetzt nicht unbedingt den Multimillionenkonzernen, Fußballvereinen das Geld in den Rachen schieben, sondern wenn die sich wirtschaftlich nicht allzu gut positionieren, dann haben sie erstmal selber Pech gehabt. Aber man könnte auch einfach sagen, bevor man die Eintrittsgelder den Vereinen überlässt, sollte man sich vielleicht eher Gedanken darüber machen, die Gelder nicht an Leute zu spenden, die das jetzt aktuell vielleicht nötiger hätten als ein Fußballverein. Ich denke mal, so ist dein Standpunkt. Total richtig wiedergegeben. Wir haben ja in der VfB Spielbetriebs AG einen Umsatz von 150 Millionen ungefähr, irgend sowas. Das ist echt ordentlich. Dann stellt sich ein Herr Heim, der nebenbei sowieso der fleischgewordene Buchhalterhumor ist, stellt sich dann hin und sagt, wir sollen uns bitte nicht kaputt sparen. Also das heißt, er sagt aber auch gleichzeitig in dann wieder sympathischer, schonungsloser Offenheit, dass die Spielbetriebs AG in der letzten Zeit nicht wirklich ein Einnahmenproblem hatte, sondern eher ein Ausgabenproblem, weil sich viele Investitionen in vor allem die in Beine eben nicht so gelohnt haben. Diesen Betrieb weiter zu alimentieren, wo wir gerade unheimlich viel Not an vielen Ecken und Enden haben und das bei systemrelevanten Branchen und Einrichtungen, dann in diesen großen Schlund nur irgendwelche 3,50 Euro reinzustecken, die nicht sein müssen, haben mir halt einfach, hat mich so bewegt, dass ich tatsächlich in die Tasten gehauen habe und zugegebenermaßen mit einer bisschen polemischen Wolte mit Ina Aogo, die ja schon lang, besser gesagt, ihr Mann ist schon lang von der Gehaltsliste gestrichen, da reingegangen bin, weil mir es eben so ein bisschen, weil ich auch die Solidarität mit allen anderen klar machen wollte und schon denke, wer sich als Fußballprofi nicht in irgendeiner Art und Weise absichert, und nicht Rücklagen bildet, hat den Schuss nicht gehört. Zumal es ja so ist, dass die Fußballprofis zuerst mal mit ihre Karriere bis maximal 35 haben und dann zuerst mal eine neue Karriere aufbauen müssen. Wo und wie auch immer. Meistens ja leider im Fußballbusiness. Ja, das ist absolut richtig. Und was ich jetzt interessant fand, als ich deinen Artikel gelesen habe, war, dass bei mir so ein Denkprozess eingesetzt hat. Also kann kurz vorweg schicken, ich habe mir ehrlich gesagt nicht allzu viele Gedanken gemacht, ob ich jetzt mein Geld für irgendwelche Tickets zurückfordern soll. Also hat er jetzt eigentlich da keine konkrete Meinung gebildet, dass ich sage, ich möchte unbedingt den VfB unterstützen oder ich möchte das Geld woanders hinspenden. Also ich kann eins vorweg schicken, ich brauche es selber nicht so nötig, dass ich jetzt das Geld für mich irgendwie rausziehen müsste oder so. Da gibt's ja auch andere Beispiele, für die ist es dann vielleicht ganz wichtig, dass sie das Geld zurückbekommen, vielleicht gerade Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind oder vielleicht sogar ihren Job verlieren aufgrund der Krise. Also da habe ich natürlich vollstes Verständnis, wenn jemand sagt, ich möchte das Geld zurückhaben, ansonsten gibt's bei mir nur noch Tütensuppen und Klopapier wahrscheinlich. Aber
ich habe mir dann so überlegt, das stimmt eigentlich, was der Bernd sagt, denn man muss sich ja nur mal überlegen, nehmen wir mal jetzt Tim Walter, ja, da wird halt 1 Million ausgegeben für einen Trainer, wird von Kiel geholt und nach einem halben Jahr wird gesagt, so, das war's, wir haben zwar jetzt 1 Million in den Sand gesetzt und auch einige Monatsgehälter, ja, mehr oder weniger umsonst dann bezahlt, weil man hat ja nichts davon, dass Tim Walter jetzt hier Trainer war. Und jetzt zahlen wir die nächste Ablöse für Pellegrino Matarazzo. Und man hat das Glück gehabt, dass man sich mit Tim Walter, glaube ich, geeinigt hat und den Vertrag aufgelöst hat. Aber das wird ja auch ein bisschen was gekostet haben. Auf was will ich hinaus? Man gibt hier sehr, sehr viel Geld aus für eben dann solche Fehlentscheidungen und stellt sich jetzt auf der anderen Seite hin und bejammert die wahrscheinlich so 6 Millionen Euro, die durch TV-Einnahmen fehlen könnten. Und Ticketeinnahmen waren es, glaube ich, noch nicht mal so viel. Ich meine, ich habe da irgendwas von 3 Millionen gelesen. Also das ist natürlich dann schon schwierig, Sebastian. Du sagst, du möchtest trotzdem den VfB weiter unterstützen, beziehungsweise natürlich auch die kleinen Vereine bei dir im Ort. Aber lass uns beim VfB mal konkret bleiben. Hat sich, nachdem du den Artikel von Bernd gelesen hast, nochmal was bei dir geändert an der Meinung? Nee, also ich verstehe ja Bernds Meinung und ich würde hier unterschreiben und ich möchte auch nicht das Gehalt der Spieler zahlen. Ne? Also während die zu Hause in Isolation oder Quarantäne sitzen und nicht spielen können, möchte ich durch den Verzicht auf meine Ticket-Ausgaben jetzt nicht deren Gehalt zahlen, weil ich glaube, da gibt es jetzt echt relativ viele, die vorangehen können und sagen, hey, wir brauchen vielleicht nicht das alles, was wir bekommen. Und es gibt ja auch Spieler, die es gemacht haben, wie Kimmich oder Goretzka, die sagen, hey, wir spenden was. Also mir geht's halt wirklich mehr um die Leute, die halt auf der Geschäftsstelle sitzen. Ich glaube, der VfB hat 150 Mitarbeiter oder so. Und wenn es dem VfB schlecht geht, dann schmeißen die ja keine Spieler raus, sondern die schmeißen halt dann erstmal die Sekretärin raus oder so. Und für solche Leute würde ich dann einfach darauf verzichten, Geld zurückzufordern. Aber verlange natürlich dann auch, dass die, die halt ein Vielfaches von dem verdienen, was ich verdiene und beim VfB angestellt sind, dann vielleicht auch sagen, okay, das könnten wir vielleicht auch irgendwie Einbußen machen. Und da hat ja Thomas Hitzlsperger auch ein Signal gesendet, der sagt, na, er wird halt vorangehen auf Gehalt verzichten. Und ich hoffe, dass es halt auch dann andere Angestellte der AG so handhaben. Ich habe das Zitat von Thomas Hitzlsperger hier, das lese ich auch noch kurz vor. Wir werden zunächst die Spieler ausführlich über die Gesamtsituation und im Besonderen die Lage beim VfB informieren. Wir wollen darstellen, welchen Beitrag jeder Einzelne leisten kann, um die Handlungsfähigkeit des Clubs möglichst lange aufrechtzuerhalten. Wir werden nichts unversucht lassen, die Krise gemeinsam zu überstehen. Sie können davon ausgehen, dass ich beim Thema Gehaltsverzicht vorangehen werde. Das klingt sehr gut und würde ich auch so unterschreiben. Interessant ist natürlich, dass es inzwischen schon andere Vereine gibt, wie Borussia Mönchengladbach, Mainz, Karlsruhe, Wien, Wiesbaden, Dynamo Dresden. Da gibt es nicht nur diese Lippenbekenntnisse, hoffentlich versteht man das jetzt nicht falsch. Also ich meine, das ist nicht als Angriff gegen Thomas Hitzlsperger, sondern da wurden halt Taten geschaffen. Also ich weiß, dass der KSC bzw. die Spieler sich dazu bereit erklärt haben, für 3 Monate 10% weniger zu verdienen. Bei Borussia Mönchengladbach kenne ich keine genauen Zahlen, aber auch da wird auf Gehälter verzichtet. Mir fehlt da schon noch so ein kleines Signal auch von den Spielern, die eben jetzt versuchen, ihre Geschäftsstellen, Mitarbeiter oder einfach nur den Zeugwart zu retten, um es jetzt mal ganz, ja, etwas vielleicht auch übertrieben auszudrücken. Fehlt dir das nicht so ein Stück weit, dass da von Vereinsseite aus Fakten geschaffen werden und nicht nur einfach nur gesagt wird, ja, wir machen da schon was und wir besprechen uns jetzt erstmal. Also eigentlich ist es ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt, eigentlich was zu verkünden und nicht erst darüber zu sprechen. Also noch fehlt es mir nicht, aber ich erwarte schon, dass da noch was kommt. Ne? Also wenn man sieht, welche Welle der Solidarität gerade so durch Deutschland schwappt, Gehaltsverzicht, Nachbarschaftshilfe und. Und wir haben halt auch beim VfB Menschen, die halt unfassbar viel Geld verdienen. Und dieses Geld, die verdienen so viel Geld, die können es gar nicht ausgeben. Und mit einem Gehaltsverzicht oder auch nur mit einem temporären Gehaltsverzicht könnten sie dafür sorgen, dass es halt vielen Menschen, die jetzt in größter Not sind, besser geht. Und also das verlange ich tatsächlich dann von meinem Verein, dass dort solche Menschen sind, die das auch dann durchziehen. Und ja, man muss jetzt nicht der Erste sein, der das macht, aber man sieht ja, das gibt nicht nur Einzelfälle, die so handeln, sondern es gibt halt viele. Und das erhoffe ich mir wirklich ganz, ganz stark, dass der VfB da auch ein Zeichen setzt.
Fehlt dir da was, Bernd, von Seiten des VfB? Ja, mir fehlt, nein, mir fehlt es zuerst von Seiten der Spieler, um ehrlich zu sein. Denn der VfB ist sicherlich in einer Situation, wo er eine gerechte Regelung für alle schaffen muss. Das heißt, er ist auch in der Situation, in der man den Goodwill braucht und einfordert. Das tut er besser hinter den Kulissen. Diejenigen, die aber die Solidarität beweisen müssten, sind zuerst die Gutverdiener unter den Spielern. Und von denen fehlt mir bisher jegliches Statement in dieser Angelegenheit. Und das finde ich bereits zum jetzigen Zeitpunkt sehr enttäuscht. Ja, die Ex-Spieler äußern sich dafür umso mehr. Nämlich Hansi Müller hat sich mal wieder geäußert. Das ist ja nichts Neues. Ja, aber er sagt trotzdem was, das können wir ja auch nochmal kurz hier mit in die Diskussion einfließen lassen. Und zwar meinte er, für viele Vereine ist es existenziell wichtig, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Darüber hinaus müssen alle schauen, wie sie von sich aus den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen halten können. Daher erwarte ich von den VfB-Profis auch, dass sie auf Gehalt verzichten. Wenn die mal 20% weniger kriegen, geht es ihnen immer noch gut. Ich hätte das als Spieler in vergleichbarer Situation auch getan, sagt Hansi Müller. Da hätte ich gerne mal ein paar Hansi Müller-Kenner dazu interviewt, ob das damals schon gewesen wäre. Das nehme ich ihm nicht ab, tut mir leid. Ja, es ist immer leicht, natürlich aus so einer Position heraus dann diese Ratschläge zu verteilen. Ich habe das jetzt natürlich auch ganz bewusst hier mit einfließen lassen, dieses Zitat von Hansi Müller. Aber trotzdem muss ich mich natürlich mal noch fernab von den Spielern was fragen, warum es eigentlich bei den Fußballvereinen so ist, die sich ja selber auch gerne dann mal als Wirtschaftsunternehmen bezeichnen, dass man für Extremfälle überhaupt nicht gerüstet ist. Also wir reden natürlich jetzt hier von etwas, das konnte keiner kommen sehen, Corona-Krise, aber es gibt ja dann auch Abstiege, mit denen man nicht so richtig rechnet und auch die stellen ja viele Vereine immer vor immensen Probleme. Ich sag mal so, ist da eigentlich der Fußballclub an und für sich nicht mal langsam in der Situation, wo sie dafür sorgen müssen, dass sie eben dann auch aus Rücklagen dann solche schwierigen Situationen überbrücken können, ohne dass man dann gleich irgendwelche Solidaritätsbekundungen hört? Also fehlt da nicht was von den Vereinen selber, dass die sich da ein bisschen professioneller, würde ich fast schon sagen, aufstellen müssten, Bernd? Sie werden jetzt zu dieser Professionalität gezwungen. Sie werden keine staatlichen Hilfen kriegen. Die Vereine werden wohl nicht mal Kurzarbeit anmelden können, weil es da Gott sei Dank Regelungen gibt, nachdem Wohlhabende das ab einer gewissen Summe nicht dürfen. Sie werden diese Professionalität entwickeln müssen und um ehrlich zu sein, ich sehe das nicht nur mit einem weinenden Auge. Ja, es gibt ja auch ein klares Statement von unserer Kurve dazu, die sagen, die Saison muss so lange unterbrochen werden, wie es gesamtgesellschaftlich notwendig ist. Es darf nicht sein, dass das öffentliche Leben stillgelegt wird, der Profifußball aber weiterhin mit allen Mitteln versucht, eine Scheinrealität aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Profifußball muss sich aus eigener Kraft helfen und auf die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen verzichten. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was du auch gerade sagst. Sie müssen das selber hinbekommen. Und das bedeutet aber dann wahrscheinlich auch, dass es Vereine geben wird, die diese Situation nicht meistern, richtig? Damit ist leider zu rechnen. Das sind diejenigen, die vorher schon angeschlagen sind und da muss man eben sehen, was passiert. Nicht jeder ist in der Situation, in der fast luxuriösen Situation des VfB. Erinnere zum Beispiel an Kaiserslautern, ja. Die schon kurz vor knapp sind, schon vor Corona. Und da müssen wir aber auch wirklich unterscheiden. Also nach meinem Artikel hat mir ja auch jemand aus Paderborn geschrieben, sagte, ja, aber Paderborn, die sind doch gut und die sind gerade erst wieder bei Kasse und ich lasse das drin. Und da muss ich natürlich klar sagen, ja, Paderborn Ausnahmebundesligist, Kaiserslautern dritte Liga, ganz anderes Thema aus meiner Sicht, ganz anderes Thema. In der dritten Liga hängst du auch nicht so viel von Fernsehgeldern ab, da ist der Anteil der Zuschauer, der Einnahmen, die du durch Zuschauer, durch Eintrittsgelder und durch Merch generierst, viel höher. Da haben die Zuschauer eine ganz andere Bedeutung. Der VfB ist einer von vielleicht 12, 13 Vereinen in Deutschland mit der Spielbetriebs-AG, wo das halbwegs großprofessionell ist und wo ich sagen muss, die haben eine gewisse Größe, dass sie tatsächlich das aus eigenen Mitteln lösen können. Sebastian, müsste man dann jetzt nicht
weil es eben so eine besondere Situation ist, sagen, es muss irgendwie einen Solidarfonds geben, dass man Vereine wie Kaiserslautern oder auch Paderborn, und es gibt mit Sicherheit auch noch viele andere in der ersten und zweiten Liga, die in Probleme geraten werden aufgrund dieser Corona-Krise, müsste man da nicht jetzt irgendwie was anstoßen, dass man sich gegenseitig hilft, oder müssen wir jetzt einfach damit leben, mehr oder weniger, dass es plötzlich dann noch, weiß ich nicht, sag irgendeine Zahl, 20 potente Vereine gibt in den beiden Bundesligen. Ja, das sind halt die zwei Wege, ne? Also ich bin natürlich klar für einen Solidarfonds, dass halt die Vereine, die irgendwie Geld übrig haben, genug Geld haben, dann die Kleinen unterstützen bei ihrem Überleben. Oder man sagt halt irgendwie, komm, irgendwie eine totale Marktwirtschaft, die überleben und die es nicht schaffen, die schaffen es halt nicht, und dann, weiß ich nicht, spielen wir dann vielleicht irgendwann bald eine 10er-Bundesliga mit Bayern München, Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und irgendwie noch 6 anderen, aber das kann ja niemand wollen, und insofern ja, muss sich da halt auch dann tatsächlich mal der Fußball solidarisch zeigen, und ja, dass es mal so weit kommt, also da brauchst du echt irgendwie so einen beschissenen Virus, der über die ganze Welt sich zieht, ne, dass man mal sieht, hey, da kann echt alles aus den Fugen geraten, und dann braucht es halt wirklich auch mal komplett neue Denkweisen. Und also das ist so schrecklich, das alles auch ist, es ist natürlich auch wirklich spannend. Könntest du dir nicht vorstellen, dass der nächste Schritt dann, also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, entweder man lässt die Vereine vor die Hunde gehen oder man unterstützt sich gegenseitig, könnte nicht auch ein Schritt sein, dass man sagt, Mensch, wir haben noch dieses lästige 50+1. Das wäre doch jetzt der ideale Moment. Bist du es, Martin Kind? Nein, aber dieses Thema wird ja jetzt definitiv schon wieder diskutiert, dass man sich Gedanken machen muss, ob man nicht doch Anleger reinholt, denn die könnten ja jetzt frisches Kapital in die Vereine pumpen, die mehr oder weniger kurz vor dem Ruin stehen, wo man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen müsste, ja, gibt es denn überhaupt so viele Investoren, die diese mehr oder weniger ruinierten Vereine jetzt noch unterstützen möchten? Genau, ich wollte gerade sagen, wo die ganzen Unternehmen gerade auch irgendwie kurz davor sind, abzunippeln, da sagst du, hey, investiert mal in Fußballverein, läuft total gut, die können zwar gerade nicht spielen und müssen halt Millionengehälter zahlen, aber das passt schon. Also das ist ja gerade alles irgendwie komplett schwierig, und natürlich ist auch das eine Option, und noch eine Option wäre ja wirklich zu sagen, hey, dann lass doch irgendwie die Bundesliga spielen mit Vereinen, die einfach wirtschaftlich gesund sind, und dann hast du vielleicht, weiß ich nicht, habe ich heute gelesen, einen Verein wie Rödinghausen in der Bundesliga, die sagen, hey, wir wollen gar nicht aufsteigen, das können wir uns gar nicht leisten, und dann ist halt vielleicht Rödinghausen in der Bundesliga, ne? Aber gerade scheint ja wirklich alles möglich zu sein. Zu dem 50+1 und zu dem Ruf nach dem Investor noch das Beispiel 60 München genannt. 60 München hat es ja ohne Corona geschafft, sich runter zu wirtschaften, und ihnen ist gar nichts mehr anders übrig geblieben, als dann einen Investor Ismaik aus irgendwo aus dem hinterpersischen Golf reinzunehmen. Und viele 60-Fans, das ist jetzt auch schon 8-9 Jahre her, und viele 60-Fans wünschten sich, man hätte lieber damals eine Insolvenz gemacht und dann frisch angefangen. Das wäre denen alle lieber. Hinterher ist man immer schlauer. Also das ist richtig. Natürlich birgt die, also dass die jetzige Situation schon mittelfristig eine neue Aufstellung im deutschen Fußball bewirken wird, darüber sind sich schon viele einig. Wir werden vielleicht leider vor allem in den mittleren bis unteren Ligen vermutlich sogar ein paar Insolvenzen sehen. Dann wird sich zeigen, wie sich der Fußball neu aufstellt. Es gibt ja verschiedene Modelle. Es gibt auch die sehr romantische Idee eines Fanvereins. Das wäre an vielen Stellen hilfreich. Bloß welche Fans haben jetzt Geld und Leidenschaft, in das reinzustecken, ist schwierig. Auf der anderen Seite kommt einer vom persischen Golf daher, auch schwierig. Da zu unken und zu sagen, wie wird das alles schwierig, aber die nächste Zeit wird vor allem Fußball strukturell sehr, sehr spannend werden. Das ist sicher. Also glaubst du, dass der Fußball an sich, also auch international gesehen, ein anderer sein wird nach der Corona-Pandemie als vor der Corona-Pandemie? Schwierig zu sehen international. Ich glaube, in jedem Land werden sich andere Strukturen ergeben. Wir haben in England, würde ich meinen, dass es relativ spurlos vorübergeht, weil wir sehr viele außerenglische Investoren da drin haben. Da würde ich sagen, der wird wieder zurückfinden. In Spanien wird es schon schwierig, da ist das Gefälle sehr, sehr stark.
In Italien muss man sehen, wie es eine Familie Agnelli trifft, wie die Chinesen, die bei Inter und bei AC drin sind, wie die sich verhalten. Also das, dieses investorengeführte und bestimmte Fußballmodell ist halt sehr schwer zu prognostizieren, weil es immer vom einzelnen Investor abhängt. Das würde aber bedeuten. Aber ja, es wird große Verschiebungen auch international geben. Ja, und das würde ja letzten Endes auch bedeuten, wenn wir jetzt uns vorstellen, der englische Fußball findet zu alter Stärke zurück, beziehungsweise zu der Vor-Corona-Pandemie Stärke. Also man kann weiterhin mit Geld nur so um sich werfen. Und du hast dann halt in der Bundesliga sehr viele Vereine, die wahrscheinlich enorm sparen müssen, nicht mehr so viel Geld ausgeben können. Dann hat man natürlich auf internationaler Ebene große Verschiebungen, um es mal so auszudrücken. Da wird es jetzt für mich als Fan natürlich schwierig, das Ganze dann noch unter diesem Fairplay-Charakter zu beobachten. Das wurde es auch schon davor, aber dann wird es fast schon absurd werden aus meiner Sicht. Und da ist halt dann schon die Überlegung da, ob man sich nicht doch irgendwie an dieses Thema Salary Cap rantraut und versucht eben mit gedeckelten Gehältern dieser enormen Blase, die ja da auch immer anwächst, ein bisschen Einhalt zu gebieten. Ist das eine Möglichkeit, um da etwas Ruhe in den Markt zu bringen? Das ist die beste Möglichkeit, die du ansprichst, und die einzig, die geht. Nachdem man aber schon seit 6-7 Jahren dieses Hickhack um diesen Begriff hat und es ja bisher nur bei Man City jetzt vor kurzem erstmals wirklich eingesetzt wurde, also beim namhaften Verein, traue ich mich nicht zu an die Utopie ran, dass sowas kurzfristig vereinbart werden kann, um genau der Corona-Krise irgendwie Abhilfe zu geben. Nee, das glaube ich nicht. Nur dann sehe ich die Gefahr dieser europäischen Superliga, die für mich eine Gefahr wäre, so als ganz naiver Fußballfan, schon deutlich am Horizont aufziehen. Weil ich glaube, das wird sich dann nicht vermeiden lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern dann hier mit so halbinsolventen Vereinen so ein bisschen rumkickt und aber sonst nicht mehr an die großen Töpfe international kommt. Und dann könnte ich mir wiederum vorstellen, dass das Thema eben Superliga, 20, 15 Top-Vereine sich in Europa ihre Millionen gegenseitig zuschieben und wir dann eben so eine neue Zwei-Klassen-Gesellschaft im Fußball bekommen, die es ja eigentlich schon gibt, mehr oder weniger, aber es wird ja immer noch im Ligabetrieb gespielt und so getan, als würde man hätten alle die gleichen Chancen, was ja schon lange nicht mehr der Fall ist, was ja auch erwiesen ist. Also muss man ja jetzt nicht unbedingt sich groß mit dem Thema beschäftigen, sieht man ja schon an den TV-Geldern, wie die hier in Deutschland ausbezahlt werden. Ist auch so eine Merkwürdigkeit. Sebastian, hast du irgendeine Hoffnung, dass was besser werden könnte nach der Corona-Krise, dass man vielleicht auch als Fußballverein eben wirklich etwas wirtschaftlicher denkt und nicht, wie man das jetzt lesen konnte, nach 6 Wochen mehr oder weniger zahlungsunfähig ist, wenn kein Geld reinkommt? Weil das ist ja schon auch ein bisschen naiv, so ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Ja, ich meine, so eine Fußball-AG ist ja natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, aber ja schon irgendwie ein ganz spezielles, ne? Du hast irgendwie hochspezialisierte Führungskräfte, aka deine Spieler, die unfassbar viel Geld verdienen, damit sie auf dem Platz gegen ein rundes Lederding oder Synthetikding treten. Und dass sie dazu nicht mehr in der Lage sind, weil die Plätze gesperrt sind, das steht natürlich in keinem Businessplan. Insofern haben wir ja aktuell eine Situation, auf die kann man sich mehr oder weniger als Fußballclub meines Erachtens auch nicht einstellen. Andererseits habe ich jetzt heute oder gestern gelesen, da war die schöne Clickbait-Headline, so viel kostet den VfB ein Saisonabbruch. Moment, da muss ich mal kurz intervenieren. Da muss ich kurz intervenieren, ja? Denn STR-Hörer haben diese Summe schon letzte Woche hier im Podcast gehört. Ja, da müsst ihr nämlich nicht den Kicker erst am Sonntag lesen. Wir haben das schon letzte Woche recherchiert, Sebastian. Was, hast du nicht zugehört, glaube ich. Was haben wir letzte Woche? Ich habe gesagt 20 Millionen und habe es auch genau ausgerechnet. Ja, genau, es waren 19 Millionen und dann dachte ich... Nein, 20, ja, ich habe es nachgerechnet. Okay. Das ist schon viel, aber seit dem ersten Abstieg wissen wir ja, denn Jan Schindelmeiser hat es ja gebetsmühlenartig wiederholt, ein Abstieg kostet den VfB 50 Millionen. Da dachte ich, okay, also ne, so ein Abstieg ist mehr als doppelt so teuer wie so ein Saisonabbruch. Das darf ja dann auch ein Club eigentlich nicht ruinieren. Ne? Jetzt wissen wir nicht, ist es nur jetzt die letzten Spiele, die nicht gespielt werden, wie geht's weiter? Ich finde es schwierig und ich habe ein bisschen Hoffnung. Also wirklich, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass man
vielleicht dann im Jahr 2021 oder später für Spieler vielleicht keine 222 Millionen Ablösesumme mehr zahlt oder Spielern Jahresgehälter zahlt, die jenseits von Gut und Böse sind, sondern dass man einfach so ein bisschen wieder, wie würde Kalle Rummenigge sagen, down to earth kommt und einfach das so ein Realitätscheck hat und so ein bisschen wieder runterkommt. Jeder, der in der Fußballblase steckt, hat ja diese verschobene Wahrnehmung. Ja. Man denkt ja immer, man macht das Wichtigste auf der Welt, wo man selber dran ist, seine Leidenschaft hat oder das, was man beruflich macht. Und die Fußballblase leidet auch wegen medialer Sichtbarkeit schon stark an einer verzerrten Selbstwahrnehmung. Man denkt immer, man ist so fürchterlich wichtig. Ich wollte schon schreiben, irgendwann lernt ihr, dass ihr vom Fußball nicht runterbeißen könnt, wenn ihr Hunger habt. Diese Hybris wird sich deutlich legen. Die Fußballbranche, ich habe das vor kurzem bei Schulze Marmeling gelesen, die Fußballbranche ist so wichtig wie die Tiernahrungsindustrie, gesamtdeutsch gesehen. Und es tut der Fußballbranche allen Beteiligten ganz gut, auch wenn schlimme Einzelschicksale dabei sind, dass die Wichtigkeit mal wieder ein bisschen runtergedimmt wird. Ich glaube nicht mal so, dass der Fußball da übrigens Fehler gemacht hat. Ich würde es einer Kosmetikerin auch nicht vorwerfen, dass kein Businessplan hat für den Fall, dass sie virusbedingt 3 Monate den Laden zusperren muss. Ja, mit dem kannst du nicht rechnen. Wenn du mit dem planen würdest, würden sich Versicherungen dumm und dämlich verdienen. Das kann man also nicht tun. Das ist schon eine Notlage, in die der Fußball ohne eigenes Verschulden geraten ist. Aber in jeder Krise steckt eine Chance und ich zahle 5 Euro in das nächste Sparschwein. Ja, wobei ich hier, ich bin eigentlich schon bei dir, ja, das stimmt. Der Fußball kann natürlich jetzt hier nichts dafür, aber wenn man halt so die Millionensummen sieht, die da so immer hin und her geschoben werden, dann wird's für mich halt schwierig, das einfach so abzunicken, weil natürlich eine Friseurin oder so, die hat natürlich eine ganz andere Herangehensweise, die kann sich im besten Fall vielleicht noch einen schönen Urlaub leisten einmal im Jahr und ansonsten arbeitet die mehr oder weniger, ja, einfach für ihre Miete, für ihr Essen und das war's dann. Bei solchen Fußballvereinen hast du ja schon das Gefühl, dass da einfach unverhältnismäßig viel Geld im Umlauf ist. Und gerade dann fällt es mir halt schwer zu sagen, ja Mensch, also ich kann es verstehen, dass ihr jetzt echt ein Problem habt, wenn jetzt die 5 Millionen... Ja, aber wenn das stimmt und da unheimlich viel Geld im Fußball steckt und da kommt dieses Geld, wenn der Fußball wieder spielt, ja auch wieder. Das heißt, ich kann da gar keinen Notstand erkennen. Wenn die wieder kicken, geht's ja wieder los. Unter welcher Voraussetzung muss man sehen? Ja, aber müssen ja jetzt erstmal bezahlen. Bedrohte Existenzen im Leben nicht werden, dann können die halt mal nicht mit dem Lamborghini in Fellbach um die Ecke fahren. Ja, das geht halt dann nicht. Dann nehme ich halt ein Mii und dann habe ich immer noch ein gutes Auto. Ja, also klar, da bin ich bei dir. Nur die müssen natürlich jetzt die Gehälter zahlen. Eigentlich könnte man natürlich jetzt auch fragen, gäbe es da nicht die Möglichkeit, sich Kredite zu nehmen? Weil, wie du ja sagst, man weiß ja, es geht ja mal irgendwann weiter. Ob das jetzt im September der Fall sein wird oder nächstes Jahr im Januar oder von mir aus dann im Februar oder so, sei mal dahingestellt. Aber es ist ja absehbar, dass diese Krise auch irgendwann mal ein Ende finden wird. Und eigentlich müsste ja ein Kreditinstitut jetzt nicht so große Probleme haben, dann genau so einem Fußballverein ein bisschen zu helfen, sage ich jetzt mal. Also das verstehe ich halt auch nicht, warum es da nicht die Möglichkeit gibt oder keine Vereine gibt, die sagen, okay, wir müssen dann halt Kredite aufnehmen. Es wird ja im Endeffekt gesagt, entweder man hilft uns jetzt sofort oder wir sind direkt pleite. Das zeigt ja aber auch aus meiner Sicht, dass gerade halt die Vereine... aus meinem Hirn bannen. ich glaube, ich brauche noch einen Schluck Wein. Wie da drauf... Oh, hier werden sich. Aber stimmt, das Stichwort Quadrex habe ich neulich auch irgendwo gelesen, ne? Also mit den ganzen Investoren, die am kurzfristigen Erfolg so beteiligt sind und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Was ich sagen wollte, ist, dass man ja merkt, dass die Clubs auch mehr oder weniger nur so Durchlauferhitzer sind, ne? Also sie nehmen Millionen ein durch Fernseheinnahmen, durch Zuschauergelder, durch Merchandising, um das gleiche Geld aber dann fast vollständig wieder rauszukippen an die Spieler. Und wenn dann halt irgendwie nichts mehr reinkommt, aber du halt weiterhin das Geld rausgeben musst, ohne eine Gegenleistung zu bekommen, dann wird es halt dann doch relativ schnell brenzlig. Aber wie du auch sagst jetzt zum Thema Kredite, wenn ich halt lese, halt 19 Millionen, also nach wie vor eine unfassbar
unfassbare Summe für irgendwie so den normalen Arbeitnehmer. Aber jetzt im Fußballalltag jetzt ja, also wenn man überlegt, Ablösesumme Pavard zu Bayern ist in der 19 Millionen jetzt nicht viel, dann ist ja sowas wirklich dann auch irgendwie zu puffern, auch wenn es eine große Katastrophe ist. Und was ich mich noch frage, du hast halt einerseits bist du der Verein, der weiterhin Gehälter an die Spieler zahlen muss, die aber gar nicht für dieses Geld ihre Leistung bringen können, auch wenn sie es gerne möchten. Auf der anderen Seite hat der Verein natürlich auch weiterhin Sponsoreneinnahmen und die Sponsoren zahlen jetzt ja auch ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet. Da bräuchte es jetzt irgendwie einen Juristen, also ne, haben jetzt irgendwie Sponsoren zum Beispiel ein Sonderkündigungsrecht, weil die zahlen jetzt ja auch fleißig an den VfB, ohne auch nur irgendeine Gegenleistung dafür zu bekommen. Bernd, du wolltest was sagen. Da wird verhandelt. Bin ich mir jetzt schon sicher, dass die gerade mit den ganzen Logen und Business Seats, vielleicht sind noch nicht dran, aber die Logen sind auf jeden Fall dran. Da wird sicherlich bald verhandelt werden. Genau, weil die Logenbesitzer, die denken wie du, ne? Geld zurückfordern. Ja, genau. Und da wird sich dann wirklich lohnen. Nur die können noch nicht verhandeln, um zu dem Punkt zu kommen, weil sie ja noch gar nicht wissen, wie die Saison weitergeht. Ja. Oder ob sie weitergeht. Ja. Deshalb kannst du ja noch gar nicht. Das bringt mich jetzt zum Punkt, den ich nachher noch ansprechen will. Jetzt will ich aber zuerst noch was anderes abräumen, lieber Sebastian, was wir nochmal vorher, ich wollte einen Kompromissvorschlag noch einwerfen und ihm auch dem VfB an die Hand geben. Was ich glaube, was ein cooler Move wäre, wenn dem Fußball Fußvolk nach Abbruch der Saison oder bei Geisterspielen eines dieser wundervollen Mails vom VfB Marketing ins Haus flattern würde, wo wir alle unter 2 bis 3 Alternativen wählen könnten, wem wir das entgangene Erlebnis spenden können. Sehr schön, ja. Das fände ich ein wirklich cooler Move und falls mich da einer hört, man könnte es ja auch dem VfB e.V. spenden, auch diese Möglichkeit habe ich ja, dann haben wir es wenigstens aus der AG draußen, die eventuell insolvent geht. Also das gäbe es, dann könnte man für Kreisligisten, die bedroht sind oder im mittleren Fußball was machen, man könnte es auch ganz karitativen Zwecken, Krankenhäuser, keine Ahnung was. Also das fände ich ein starker Move, wenn das Marketing hergehen würde und sagen würde, okay, ihr kriegt euer Geld zurück, aber schöner wäre es, wenn wir es gemeinsam irgendwo hinspenden können. Die Aktion erwarte ich mir in dem Fall von meinem Verein. Ja, da wäre ich sofort dabei, gar keine Frage. Und ich schließe mich dem auch an. So. Und jetzt muss ich dann doch noch mal das Thema, wann wird eigentlich wieder gespielt, aufgreifen. Weil ihr habt es ja schon richtig gesagt, man weiß nicht so richtig, was eigentlich passiert. Deswegen ist es auch schwer, über irgendwelche Zahlungen, Sponsorenzahlungen, Logen etc. zu verhandeln. Wäre es da jetzt nicht an der Zeit, dass die DFL sich konkret, und es gibt ja eigentlich nur eine Antwort, wenn ich sage, konkret dazu äußert, nämlich eben, dass sie sagen, die Saison ist beendet, die brechen wir jetzt hier ab und es wird im Jahr 2020 wahrscheinlich nicht vor November wieder irgendwie welche Fußballspiele stattfinden, weil ich glaube, diese Ungewissheit, die jetzt momentan dann auch herrscht, sorgt ja auch wiederum für Probleme. Ich weiß nicht, wer von euch beiden da eine gute Antwort drauf hat. Sebastian? Bernd, dann nehme ich dich. Sebastian, komm voran. Ja, okay. Also das wäre natürlich sicherlich das Beste, aber wenn du jetzt sagst, 2020 wird nicht mehr gespielt und dann macht dieses merkwürdige Virus auf einmal so diesen Move, den Donald Trump irgendwie mutet, irgendwie, dass es einfach weg ist. Ich meine, wir hoffen es alle, es wird nicht passieren, aber und dann kannst du vielleicht vorher wieder spielen und du hast aber gesagt, ja, wir spielen halt vor November nicht und dann kannst du theoretisch mal. Lass mich einschränken. Dann sagen wir, wir brechen die Saison ab. Und starten die neue Saison so dann, bald möglich. Wenn es wieder möglich ist und vorher eben nicht. Und wenn es dann halt im September der Fall wäre, dann startet dann eben die neue Saison. Und wenn es dann halt erst im März 2021 der Fall wäre, startet eben im März 2021 die neue Saison. Aber diese Hinhaltetaktik, die wir jetzt momentan miterleben, wo immer davon gesprochen wird, ja, wir beraten uns dann jetzt am Dienstag, also morgen,
oder wenn ihr es hört, dann heute trifft sich das DFL-Präsidium wieder und es wird das weitere Vorgehen besprochen. Und dann gibt es diese merkwürdigen Beschlüsse, bis zum 2.4. spielen wir nicht, aber eigentlich können wir euch schon sagen, ab 3. auch nicht. Da denke ich mir, was soll das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles Scheiße. Halt dann fangen die wieder an mit ihren blödsinnigen Mist, mit ihren Geisterspielen. Ich weiß nicht, hat irgendeiner von denen jemals so ein Geisterspiel gesehen? Das interessiert mich wirklich einen feuchten Furz, sage ich dir so, wie es ist. Also wenn die morgen beschließen, dass die Saison mit Geisterspielen beendet wird, bin ich kein Fußballfan mehr am Ende dieser Spielzeit. Das muss ich so sagen, wie es ist. Weil es ist doch völlig scheißegal momentan, ob der VfB aufsteigt, Bayern Meister wird oder irgendjemand in der Champions League spielt. Es fehlt mir hier das, was Bernd vorhin gesagt hat. Wie wichtig ist denn der Fußball für unsere Gesellschaft? Diese Überhöhung, wieder zu sagen, ja, wir wollen den Leuten damit auch ein Stück weit Normalität zurückgeben. Für mich ist es total wichtig, dass ich Samstag 15 Uhr, das ist mir scheißegal. Momentan sterben Leute, 800 Leute am Tag in Italien. Da ist mir das scheißegal, ob die Fußball-Bundesliga oder die Serie A oder sonst irgendwas spielt. Wir haben gerade wirklich ganz andere Probleme, die wir erstmal in den Griff kriegen sollten, bevor wir darüber sprechen, dass uns irgendjemand wieder bespaßen müsste. Und ich glaube, der Max hat es gesagt im Doppelpass am Wochenende, wenn der Fußball wieder läuft, ja, und man Samstagnachmittag Fernseh einschaltet und man sieht Bundesliga-Fußball, dann ist Normalität und dann ist es auch okay, dass man sich sowas anschaut. Aber momentan ist keine Normalität und deswegen brauche ich auch keinen Fußball. Und nur damit ich halt, weiß ich nicht, 15 Clubs vor dem Ruin retten kann, habe ich ein Problem, moralisch gesehen, das einfach so durchzuwinken. Genau, aber mir geht es tatsächlich auch gar nicht darum, zu sagen, die müssen wieder spielen, damit sie überleben, sondern mir geht's auch darum, also ich bin jetzt, ich glaube, 5 Tage im Homeoffice, ja, und ich habe bin nicht wirklich Homeoffice gewöhnt und ich habe auch relativ gut zu tun und mache relativ viel und mein Sohn geht halt, der 7, geht auch nicht mehr jetzt so viel raus, ist ja auch völlig okay und der hat so einen Ball, ja, da ist so ein, glaube ich, da ist so ein Gummiball drin und der ist an der Gummischnur, ja, und also das ist so wirklich mein, was sich heute bei mir eingebrannt hat, Corona Homeoffice, ich arbeite, draußen ist bestes Wetter und mein 7-jähriger Sohn steht neben mir im Wohnzimmer und kickt die ganze Zeit gegen diesen Ball mit der Gummischnur, der wieder zurückkommt. Und der kickt da die ganze Zeit gegen und du wirst halt wahnsinnig einfach. Und ich glaube, der Fußball muss irgendwann wieder stattfinden, gar nicht um selbst zu überleben, sondern der Fußball muss irgendwann wieder stattfinden, um uns Abwechslung zu bieten. Also das, ich könnte mir auch vorstellen, da habe ich drüber gesprochen, eine Entwicklung, Fußballspieler werden wirklich moderne Gladiatoren. Also, weißt du, die spielen vielleicht auf irgendeiner abgeschotteten Insel und alle sind auf Corona getestet oder so. Aber ich glaube, irgendwann, nach ein paar Wochen, brauchen wir wieder irgendeine Art von Unterhaltung. Das können nicht irgendwelche Fußballkonserven sein. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass wir die Unterhaltung brauchen. Ich glaube, das ist auch Zeichen der Krise und Zeichen der Solidarität vom Fußball, dass er eben, bis die Krise wirklich überstanden ist, eine ordentliche Pause macht. Da bin ich total bei dir, so. Genau. Und wie lang diese Krise ist, wissen wir alle nicht. Was sich jetzt aber doch deutlich abzeichnet mit einer großen Mehrheit ist, dass wir die Saison bis 30.06., bis alle Verträge laufen, kriegen wir die nicht mehr fertig. Klar. Also das glaubt kein Mensch. Nee. So. Deshalb muss morgen oder heute, wenn ihr es hört, die Saison abgebrochen werden. Punkt Ende. Alles andere ist lächerlich bis da drüben raus. Ja. Also es ist genau so, wie wir heute über das VfB Bielefeld-Spiel denken, alle, die da waren, ich war nicht da. Genauso wie wir denken, dass das damals vielleicht vor 14 Tagen ein Fehler war, da hinzugehen, wäre jetzt eine längere Verzögerungstaktik einfach völliger Quatsch und Zeichen dieser Hybris des Fußballs. Deshalb bitte, brecht die Saison ab. Dann muss man überlegen, wie geht es in der nächsten Saison weiter. Wir haben, man muss sowieso mit den TV-Partnern verhandeln, um Übergangszahlungen zu finden. Weil von da muss die Rettung kommen, von denen, die später wieder mit dem Fußballgeld generieren können. Das sind vor allem die TV-Vermarkter. Da muss die Rettung herkommen. Die müssen vorfinanzieren. Und da muss man, obwohl die ja auch die Werbeeinnahmen einbrechen, weiß ich auch wieder, aber die wissen ja auch, was sie verdienen dran. Da muss die Rettung herkommen. Und da müssen Modelle gedacht werden, die bisher nie denkbar waren. Ich merke mal eins in die Runde. Wir brauchen eine Aufstockung der Bundesliga auf 24 Vereine. Warum?
weil wir dann einen engen Kalender fahren können und viel mehr Begegnungen haben. Die Begegnungen, die quasi wieder die Lücke füllen können, die wir in dieser aktuellen Saison schmerzlich erleiden mussten. Das heißt, man spielt einfach in der nächsten Saison öfter und mehr, und wenn es zwei Bänderrisse kostet, dann setzt man halt Jugendspieler ein. Also da müssen kreative Lösungen gefunden werden. Diese 24er Bundesliga, ich sage jetzt mal einfach 24, weil da habe ich genug Spiele, ja, würde tatsächlich bedeuten, dass 6 Zweitligisten hochgehen. Mhm. Das wäre ein Zeichen der Solidarität, das sich nach unten fortsetzen würde. Weil dann gehen auch wieder Drittligisten in die zweite Liga. Würdest du die das dann heißt, auch, alle Bernd, würdest du die zweite Liga dann auch auf, weiß ich nicht, 20 oder 22 Vereine aufstocken? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die und das würdest du praktisch von bis ganz unten durchziehen, bis zur Kreisliga dann? Der Effekt wird sich schnell verlieren. Wenn du unterhalb dritte Liga gehst, verliert sich der Effekt leider sehr, sehr schnell. Weil du ja dann immer von anderen Ligen, dann hast du ja einen breiteren Ligenunterbau. Das ist in der sechsten Liga leider schon kaum mehr spürbar. Schade eigentlich. Aber da muss ich auch mit weniger, ich muss dann auch meine Lizenzunterlagen anpassen, ja, also Rödingshausen muss nicht unbedingt in ein großes Stadion und lauter so ein Quatsch, ja. Mhm. Dann sehen wir halt während der Fernsehübertragung ein bisschen dunkler, in Völklingen ging es ja auch, ja, ich habe trotzdem noch den Ball erkannt. Also da müssen einfach kreative Lösungen her. Dann haben wir viel mehr Begegnungen, die Vereine auch in den unteren Ligen haben da hoffentlich wieder mehr Zuschauereinnahmen. Ja, weil die sind ja viel mehr von den Zuschauern abhängig als von den Fernsehgeldern. Mhm. Und so müssen wir mit einer Riesensaison, mit den größten Ligen aller Zeiten, müssen wir wieder das Loch auffangen, was wir jetzt besser sofort eingestehen bleiben lassen, damit wir eine Planungssicherheit bekommen. Und wie rettest du jetzt die Vereine, die bei Abbruch der Saison mehr oder weniger vor dem Ausstehen? Gestern war ein Interview beim Zeigler mit dem Pressi mit Hajo Sommers von Rot-Weiß Oberhausen. Ja. Der sagt, das Wichtigste, was wir brauchen, ist Planungssicherheit. Dann können wir Maßnahmen ergreifen und dann können wir reagieren. Also ob ich sie damit rette, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass wir ein berechenbares und verlässliches Szenario schaffen für alle, die dann natürlich aufgrund dieses Szenarios rechnen können, ihren Finanzbedarf feststellen, sehen, was langt oder was nicht langt. Und dann wäre natürlich zweite Lösung dieser von dir sehr richtig eingebrachte Solidarfonds, der in den eventuell auch Fußballfremde einzahlen können. Aber du würdest den Fonds schon nur den Vereinen sozusagen oder öffnen, ja, ja, genau. Also Fußballspieler ja, würdest du nicht mit einbeziehen. Fußball was? Spieler? Spieler, ja. Nein. Kann man wahrscheinlich auch rechtlich nicht. Ja, Zwangsabgaben für den Fonds. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel auch eine. Ich bin wirklich in der Hinsicht total naiv, aber ich sag's einfach mal, was ich so denke. Es gibt ja theoretisch auch eine Rentenversicherung, in die ich einzahlen muss als Arbeitnehmer. Warum gibt es dann nicht für diese Profis, die in den 36 Vereinen spielen, nicht so eine Abgabepflicht für eben solche Rettungsfonds? Na, die können sich aber arbeitslos melden. Ja, ja, das ist klar, aber ich meine nur grundsätzlich, dass man sagt, okay, jeder muss halt einen gewissen Prozentsatz, weiß jetzt nicht, wie hoch der sein darf, muss künftig, weil wir jetzt aus dieser Krise lernen, in einen Fonds einbezahlen, sodass der praktisch immer prall gefüllt ist für eben solche Sondersituationen wie jetzt Corona-Krise. Also das könnte man sich ja auch überlegen, dass die Spieler mit irgendwie einbezogen werden in diese ganze Geschichte, denn auch die brauchen ja Vereine, für die sie spielen können. Es gab ja vor 30 Jahren schon die Gründung einer Gewerkschaft für Spieler. Jetzt ist da aber auch nicht jeder beigetreten. Ich glaube, die Welt war vor Corona, vor allem die Welt der Profispieler, noch nicht bereit, überhaupt sowas zu denken. Vielleicht wird durch diese Krise sowas jetzt angeschoben und du wirst in den nächsten Jahren recht bekommen und sowas passiert. Also,
man merkt schon, es ist natürlich schwierig und vor allem davon abhängig, wie sich jetzt die DFL entscheidet, wie man das durchziehen möchte. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ich gehe nicht davon aus, dass die morgen bekannt geben, dass die Saison beendet wird. Ich glaube, die versuchen so viel wie möglich Zeit zu kaufen, weil das war auch der Tenor in den Interviews, die ich jetzt zuletzt lesen konnte mit diversen Funktionären von diversen Vereinen. Da hört sich's immer für mich so an, wir müssen irgendwie Zeit gewinnen, das möglichst weit rauszögern, das ganze Thema. Und die Vereine, die wirklich finanziell Probleme bekommen, die fordern halt eben Klarheit. Aber ja, von den anderen Funktionären kommt es mir so vor, als ob man eher ein bisschen Zeit gewinnen möchte. Genau, aber nachdem wir heute die UEFA, ich weiß gar nicht, offiziell oder inoffiziell bekannt gegeben wurde, dass Champions League-Finals und DL-Finals auch verschoben sind. Das ist ja auch schon mal so ein Zeichen. Dann gibt es erste Gerüchte, also ich habe jetzt nur gerade Spocks auf, ne? Also IOC-Mitglied glaubt an Olympia-Verschiebung. Also langsam fallen ja die ganzen Dominosteine und das wird auch so kommen. Und dann ist halt echt die Frage, wie es weitergeht. Und zum Thema Liga-Aufstockung, ich bin total dafür, weil ihr wisst, wer das letzte Mal deutscher Meister geworden ist, als die Liga mehr als 18 Mitglieder hatte. Ich kann es mir denken. Der aktuelle Tabellenführende der zweiten Bundesliga. Ja, der 20er Liga, genau. Gleich mal Meister geworden. Also insofern, ja, das ist immer der Verein, der Meister wird, wenn keiner mit ihm rechnet. Genau. Ja, also eigentlich die Entscheidung wurde ja mehr oder weniger auch durch diverse Politiker schon so ein Stück weit in eine richtige, aus meiner Sicht richtige Richtung gedrückt. Also ich erinnere da jetzt nur an die, es ist jetzt noch, glaube ich, keine Verordnung, sondern, ich weiß gar nicht, ist es eine Verordnung, dass man bis zum 15. Juni keine Sportveranstaltungen mehr austragen darf und auch nicht trainieren darf in Baden-Württemberg? Weißt du das schon, ja. Eine vorläufige Verordnung, die gegeben wird, wenn es besser wird. Aber eigentlich ist es ja damit klar. Also ich meine, das wird ja nicht einfach nur mal so angesetzt, um möglichst viele Fragen aufzuwerfen, sondern das, man hört es ja auch, jeder Virologe, jeder, der sich mit diesem Thema auskennt, sagt halt auch was ganz, ganz Richtiges. Und das wird meiner Sicht auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Ist das denn momentan wirklich unser größtes Problem, dass Fußballspiele stattfinden können? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass Kindergarten wieder öffnen dürfen oder eben dann Grundschulen, um dann eben auch medizinisches Personal und systemrelevantes Personal, wie man so schön zu sagen pflegt, zu entlasten. Also da muss man natürlich auch Prioritäten setzen. Und ich würde es schon total absurd finden, wenn Bundesligaspiele stattfinden, auch wenn es ohne Zuschauer ist, aber auf der anderen Seite eben Kindergartenkinder nicht in den Kindergarten gehen können, weil man sagt, hier müssen wir gucken, dass wir die Kette unterbrechen. Und gerade bei Fußballspielern, wir haben es ja letzte Woche schon mal ganz kurz besprochen, da hast du denn den Fall, dass irgendein Spieler von Team A positiv getestet wird, am Wochenende noch gegen Team B gespielt hat, zwischenzeitlich sich vielleicht mit noch einem Spieler von Team C getroffen hat, weil die irgendwie, weiß ich nicht, in Nordrhein-Westfalen halt eben alle eng vernetzt sind. Und zack, hast du 2, 3, 4 Vereine, die plötzlich in Quarantäne müssen. Was ist eigentlich dann? Brechen wir die Saison dann wieder ab? Also das sind ja so Fragen, die sollte man ja vorher klären und nicht einfach mal so starten und hoffen, dass es irgendwie gut geht, weil das wird es sehr wahrscheinlich nicht. Also ja, natürlich. Also wenn man sich das denkt mit den Geisterspielen, das hängt an so vielen Stellen. Du hast die wichtigste genannt, ja, dann kaufen die noch für ihre Familie ein, weil die Älteren besser daheim bleiben, dann tragen sie es da weiter. Die Fußballverwerter können im Leben nicht die Kneipenlizenz wieder aufmachen. Mhm. Ja, sonst, das geht ja auch nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dann kannst du es nur noch daheim sehen. Also das geht aus so vielen Gründen, gehen die Geisterspiele nicht. Aber der wichtigste, Ricky, den hast du genannt, das ist die komplette Irrelevanz des Fußballs. Ja. Ja, und der Schaden, den der Fußball erleiden würde, wenn er quasi als einziger so tut, wie wenn alles mit Geisterspielen wieder normal wäre, der wäre so groß. Und du hast vorher gesagt, sogar du würdest dich vom Fußball abwenden. Und du hast recht, so wird es vielen gehen. So wird es echt vielen gehen und mir als allererstes. Ja, ich fand noch interessant, was der Pressesprecher des Sozialministeriums Baden-Württembergs gesagt hat, Markus Joks, der meinte, die Situation wird immer wieder neu bewertet. Man kann einfach nicht seriös sagen, wie sich alles entwickelt. Das kann niemand sagen. Wenn es die Gesundheitslage zulässt, ist es durchaus möglich, dass früher grünes Licht gegeben wird. Damit bezieht er sich eben auf diese Verordnung, dass bis 15. Juni in Baden-Württemberg erstmal keine Sportveranstaltungen beziehungsweise ja, Training, Fitnessstudio etc. Darf halt in großen Gruppen nicht trainiert werden oder auch
gespielt werden. Und im Endeffekt, ich möchte es nochmal sagen, ist hier schon die Antwort für alle, die sich gerade die Frage stellen, ob wir die Saison noch zu Ende spielen können. Keiner weiß, was passiert. Dementsprechend kannst du jetzt auch nicht mal auf Verdacht sagen, wir kommen. Jetzt probieren wir es einfach mal. Machen wir mal zwei Spiele, gucken, wie sie es entwickeln. Nee, das funktioniert halt einfach nicht. Also deswegen bin ich da ganz klar bei dir, Bernd. Ich glaube, Sebastian, du hast es ja auch gesagt, also bin ich bei euch beiden. man muss jetzt für eine ganz klare Situation sorgen, dass eben alle wissen, die Saison wird beendet und es wird auch erst wieder neu gestartet, beziehungsweise es wird erst eine neue Saison eröffnet oder begonnen, eben wenn dann Klarheit herrscht, wie wir hier als Welt, nicht nur, ich würde sagen Land, aber es ist ja falsch, also wie wir auf der ganzen Welt dieses Problem bestmöglichst in den Griff bekommen oder bekommen haben bis dahin. Und vorher braucht es einfach diesen Fußball nicht, auch wenn ich, Sebastian, dich da auch verstehen kann, dass du sagst, ja, ein Stück weit braucht man vielleicht auch Ablenkung von dem, was da gerade passiert, aber es ist ja keine Ablenkung, wenn ich mir ein Geisterspiel angucke, oder das ist vielleicht jetzt auch wieder anmaßend, weil ich das für mich so bewerte, aber es weist mich doch noch stärker darauf hin, dass überhaupt nichts gerade in Ordnung ist, wenn ich ein Fußballspiel sehe, das vor leeren Rängen stattfindet. Und unter Umständen hast du dann auch noch das Problem, dass sich wieder 3000 völlig Behämmerte direkt vor Stadion stellen und da ihre Corona-Party feiern. Weil auch da hat man ja nicht nur jetzt bei Fußballspielen gesehen, sondern auch bei anderen Verordnungen, dass man sich eben nicht in großen Gruppen treffen soll etc., dass da der gesunde Menschenverstand bei nicht allzu wenigen aussetzt. Also das ist in der Tat ein Problem, dass sich halt irgendwelche Blitzbieren dann trotzdem treffen in großen Mengen und sich da irgendwie gegenseitig infizieren. Aber ich hätte vor einer Woche auch noch gesagt, irgendwie nachdem dann die paar Geisterspiele stattgefunden haben und die absolut furchtbar waren, ich gesagt, hey, nee, lass das kommen, das braucht niemand. Aber wie gesagt, ne, wir hatten es eben, also vor exakt 2 Wochen lief das Spiel gegen Bielefeld seit 10 Minuten und ich war im Stadion, hielt es jetzt nicht für die allerblödste Idee. Es war die allerblödste Idee. Und jetzt lass uns mal alle noch irgendwie 2 Monate zu Hause sitzen, ne? Und dann sagen wir vielleicht, hey, vielleicht sind Geisterspiele auch gar nicht so scheiße. Und na gut, irgendwie Zuschauer und Fangesänge vom Band sind total albern, aber hey, das ist besser halt, als irgendwie die Wand anzustarren. Also deswegen möchte ich da halt nicht vorschnell urteilen oder mir eine Meinung bilden, weil wir halt gerade in so einer Ausnahmesituation sind und wirklich ja aktuell wirklich wöchentlich irgendwie unser Weltbild überdenken müssen, ne? Und deswegen möchte ich auch nicht ausschließen, dass ich sage, hey, in einem Monat, ach, ich würde gerne echt so ein 0-0 zwischen Bayer Leverkusen und Wolfsburg vor 0 Zuschauern sehen. Fände ich geil. Also kann passieren, ne? Weil wir Ablenkung brauchen. Und aktuell ist halt in 7 Tagen nichts mehr so, wie es halt heute ist. Ich glaube, wir haben gerade im Moment sehr viele Grundrechte ein. Wir sind fast dabei, Grundrechte einzuschränken. Und das ausgerechnet das Recht auf Fußballablenkung dann noch Geltung hat, das mag ich nicht haben. Ehrlich, ich mag es. Es hört sich falsch an. Es ist komplett falsch. Es hört sich falsch an, weil das vergessen wir gerade auch irgendwie. Das habe ich gestern mit meiner Frau besprochen, als dann bekannt gegeben wurde, dass man versuchen möchte, immer weniger Kontakte zustande kommen zu lassen und man sich jetzt am besten nur noch maximal zu zweit draußen treffen darf und so. Das ist schon irre, wie schnell sowas einfach mal beschlossen werden kann. Ich meine, jetzt hier in der Situation brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Das sind das sehr wahrscheinlich die richtigen Maßnahmen. Auch da wird dann erst die Zeit eine Antwort drauf geben, ob das so richtig war oder nicht. Aber dass sowas einfach mal so möglich ist, von heute auf morgen, was vor 2 Wochen komplett undenkbar war, das ist vielleicht jetzt nochmal eine andere Diskussion, aber das macht mich auch ein bisschen nervös, muss ich sagen. So richtig gut fühle ich mich mit dem ganzen Thema. Ich fühle mich auch nicht gut und gleichzeitig fühle ich mich doch wieder ein bisschen gut, weil der Demokratie und dem Föderalismus nachgesagt wurde, dass er nicht zu solchen Sachen fähig ist und nicht handlungsfähig, und ich nehme doch ja, Meckerer gibt's überall und in den sozialen Medien darf man nicht reinschauen da dazu. Aber es gibt doch eine ganz breite Akzeptanz für diese Maßnahmen. Und wenn ich in meinem kleinen Stuttgart-Vorortdorf da rumschaue, wenn ich Kurzbäckerei, Metzgerei gehe, finde ich lauter vorsichtige Menschen, die sehr stark nach den Vorgaben handeln und eben nicht irgendwelche Trottel. Und deshalb macht's mich auch wieder ein bisschen glücklich und lässt mich glauben daran, dass wir aus der Krise wieder gut hervorkommen.
Ja, also die Ambivalenz verspüre ich natürlich auch. Es ist halt einfach nur so mit Hinblick auf die freiheitlichen Grundrechte merkwürdig, dass wir das jetzt einfach so abnicken. Und, ja, es ist, klar, fühlt sich ja, schau nach Ungarn, da geht es halt viel schlimmer los. Also, ja. Also da sind wir noch ne, gut. Da dran. Hast du natürlich jetzt auch das beste Land ausgesucht. Mit ja, weil ihr natürlich Orban. Auch gerade was gelesen habt davon, ja. Ja. Nee, gut. Aber klar sind wir gerade in einer Situation, wo wir dann doch alle ein bisschen verzweifelt und total ratlos sind und dann irgendwie, ja doch, also dann sagt irgendwie, komm, Ausgangssperre jetzt her damit und sperrt uns ein und am besten lasst dann draußen noch die Bundeswehr irgendwie patrouillieren und irgendwie einen Artikel später lesen wir dann irgendwie, wie halt dann die Bundeswehr und die Polizei dann doch irgendwie von rechtsradikalen Kräften dann doch irgendwie relativ stark unterwandert ist. Und da wird einem natürlich schon so ein bisschen flau im Magen. Ne? Und das ist echt so eine Gratwanderung, weil man ja schon möchte, diese Freiheitsrechte, Bürgerrechte, die wir gerade natürlich hergeben zum Wohle aller, die wollen wir natürlich auch zurückhaben. Und wir müssen natürlich auch sicher sein, dass wir die dann auch sofort zurückbekommen, wenn es soweit ist. Und also schwieriges Thema. Und man sollte da echt auch mit... Tatsächlich ein schwieriges Thema, natürlich. Aber wir haben circa 40 Millionen Bundestrainer und schaffen es bei jedem großen Länderturnier immer 11 Leute aufzustellen. Ja? Das schaffen wir. Und genauso haben wir gerade, also wir haben die doppelte Anzahl an Virologen. 80 Millionen Virologen, ja, klar. 80 ja. Millionen Virologen und wir schaffen es trotzdem jetzt, also am Samstag, seit Sonntagabend, dass wir halbwegs eine einheitliche Linie haben. Ja. Das ist schon mal sehr viel wert und ich finde schon, dass das eine gute Organisation und eine gute Demokratie im Grunde ist. Ja, aber also was aktuell so passiert, finde ich auch, ist mehr, als ich eigentlich von Deutschland erwartet hatte. Also es klappt echt ganz gut, finde ich auch. Also da können wir uns auch mal selbst auf die Schultern klopfen. Genau, wo wir uns gerade auf die Schultern klopfen und eben eigentlich das Thema systemrelevant hatten. Meine Frau ist eine von denen, die systemrelevant ist und deswegen ist sie auch nicht zu Hause und deswegen muss ich jetzt nicht auf Toilette, also muss ich natürlich auch, ich muss dann nach den Kindern gucken. Also ich bin so in circa 5 Minuten wieder da. Ja, wir nutzen die Zeit. Bernd, musst du auch noch irgendwo gerade aufs Klo ich oder so? Ich habe mir gerade Wein eingeschenkt. Super, dann kann ich, kann weitergehen. Dann kann ich mit dir nämlich noch ganz kurz, wir schweifen kurz ab, wir kommen nachher nochmal zurück zu dem Corona-Thema beziehungsweise zum VfB, aber ich muss mit dir über ein Buch sprechen, das du geschrieben hast, Fußballheimat Württemberg. Und wenn ich mir jetzt, ich habe es gerade hier vor mir liegen, das Buch so anschaue, die Bilder sehe und auch nochmal daran denke, was ich da so alles drin gelesen habe, dann wird es einem richtig schwer ums Herz, weil genau das, was du hier in diesem schönen Buch beschreibst, all das entgeht einem ja momentan. Du hast 100 Orte in Baden-Württemberg besucht, Fußballplätze und hast einfach so ein bisschen über diese Fußballplätze geschrieben. Wie kamst du auf die Idee, so ein Buch anzufertigen, was grandios ist? Nochmal die Empfehlung, kauft euch dieses Buch. Danke für die Empfehlung, danke, dass du dich damit befasst hast. Das ist eine Serie. Bundesweit jetzt lanciert wird vom winzig kleinen Arete Verlag. Dieses Buch gab es zuerst von Franken und von Südbayern. Und Südbayern ist eigentlich fast nur München. Und ich hatte die Ehre, bin gefragt worden, nachdem ich das erste Buch vorgelegt hatte, Heimspiele Baden-Württemberg, bin gefragt worden, ob ich das machen will für Württemberg. Und das habe ich sehr gern gemacht, weil im ersten Buch sind ein paar Geschichten auf der liegen geblieben, die ich unbedingt noch erzählen wollte. Und deshalb war es eine Riesenfreude, dieses Württemberg-Buch zu schreiben. Das Problem ist nur meine Ausgangsmotivation. Die war zwar da, aber ich habe das Problem wieder nicht lösen können, weil als ich in Württemberg rumgefahren bin, habe ich wieder viel mehr als 100 Geschichten gehabt und habe eigentlich schon wieder ein paar, die eigentlich unbedingt noch hätten ins Buch müssen und die leider nicht reingepasst haben. Also ich wurde aufmerksam gemacht von der Heilbronner Stimme, dass Neckarsulm unbedingt ja auch noch eine Mannschaft hat, die hätte rein müssen. Ja. Ich habe aus Oberschwaben Zuschriften gekriegt, warum ist denn der Verein nicht drin, der hat doch selber eine Tribüne gebaut vor kurzem. Ich sage, ja, Mensch, Neufra hatte ich auch auf dem Schirm. Ah, schade, dass das jetzt, man weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja. Also es gibt noch viele Dinge, die zusätzlich hätten erzählt werden müssen, aber 100 sind mal schon ein Anfang, 100 Geschichten über den Fußball in Württemberg und ich verspreche, dass es lesenswert ist. Wie hast du denn die Auswahl getroffen? Also warum hat es dann zum Beispiel Deizisau ins Buch geschafft, aber ja, andere Vereine nicht?
Es gab verschiedene Kriterien. Also erstens wollte ich ich wollte darstellen, dass Fußball viel mehr, wie man normalerweise wahrnimmt, auch eine Sache ist, die auf dem Land passiert. Deshalb habe ich sehr viel versucht in den Kreisligen auch zu suchen, wo spannende Dinge sind. Deshalb hat zum Beispiel Fischingen bei Horb ins Buch geschafft, unter anderem schöne kleine Tribüne, wunderbar. Ich hatte gewisse Themen, die mich für mich bewegt haben. Also in den beiden Vorgängerbüchern war zum Beispiel nur bis zum Männerfußball, bis zur Mittelklasse. Da hat in den beiden Vorgängerbüchern in Franken und in Bayern haben die Autoren den Frauenfußball komplett ignoriert. Mhm. Ich wollte also auch diesen Teil, war mir unheimlich wichtig abzubilden. Ich wollte Geschichten haben entlang den Themen, für die Fußball steht. Zum Beispiel habe ich zwei Inklusionsgeschichten drin. Ich habe die Geschichte von der Euroliga drin, wo Migration eben das Thema ist. Und ich wollte auch aus allen Fußballepochen verschiedene Geschichten drin haben. Deshalb ist zum Beispiel Böckingen bei Heilbronn drin, weil die halt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg eine richtig gute Zeit hatten. Ja. Und so wollte ich eben die großen Themen, die der Fußball hat, auch immer in den kleinen Geschichten in der Nachbarschaft quasi. Die wollte ich da wiedergefunden haben und nach dem habe ich so ein bisschen auch meine Auswahl getroffen. Und das ist für mich, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum ich dieses Buch irgendwie so persönlich nehmen konnte, weil jeder von uns, der jetzt nicht höherklassig gespielt hat, der kennt ja eigentlich diese Situation, die du dann beschreibst. Also sei es jetzt, dass der eigene Verein irgendwie so einen kleinen Sportplatz hatte, wo dann der Bauer noch mit seinem Traktor vorfährt und sich das Spiel anguckt oder ja, andere Beispiele, wenn man auswärts irgendwo gespielt hat. Also man hat immer das Gefühl, man war da irgendwie schon, ja, und trotzdem merkt man, wie besonders eigentlich jeder Ort ist. Also das ist einfach wirklich ein richtig schönes Buch. Ich muss glaube auch noch mal lesen. Also ich blätter hier nebenbei durch und denke mir die ganze Zeit, ach, das war auch eine schöne Geschichte. Also es war wirklich, ich habe das Buch zu Weihnachten gelesen. Ja, das Buch hat einen Fehler, großartig. das darf ich durchaus zugeben. Das Buch hat zwei Fehler, um ehrlich zu sein. Ich bin ja so ein großer Vermarkter, dass ich länger über meine Fehler spreche, als über das, was gut ist. Das Buch hat zwei Fehler. Also erstens, der Einband ist grottenhässlich. Tut mir leid, das kann man nicht anders sagen. Also lasst euch vom Einband bitte nicht abschrecken. Der zweite Fehler ist, der ist nur, sagt jeder Autor wahrscheinlich, die Geschichten kommen zu kurz. Ich hätte gern länger erzählt. Tut mir leid, das Raster hat nichts anderes zugelassen, aber ich glaube, das Wesentliche kann man erfassen. Und ich habe beim ersten Buch immer gesagt, das hatte 90 Geschichten, die durchaus länger waren. Beim ersten Buch hatte ich immer gesagt, das ist toll, das passt genau eine Geschichte für einmal aufs Klo gehen. Mhm. Und beim zweiten Buch muss ich sagen, okay, gut, das reicht für einmal pinkeln. Aber ich mag so ein fixes Raster, weil du genau weißt, was dich erwartet. Also ich hatte neulich auch genau, Buch, das ist der Vorteil. Das waren so Rennradler-Geschichten und dann liest du eins, hat dann irgendwie so eine Story 10 Seiten und dann kommt die nächste und denkst, 10 Seiten, okay, ich habe noch Zeit, liest du und hat die auch einmal 30 Seiten und dann ist die irgendwie zu lang und die nächste dann wieder nur 15, ist wieder zu kurz und wenn du genau weißt, was dich erwartet, das gibt auch so ein bisschen Geborgenheit irgendwie. Schön, dann findest du, also ich habe mich übrigens in eurem Buch auch sehr geborgen gefühlt. Das stimmt, Und da waren die Geschichten, die Minuten nicht immer gleich lang abgebildet. Ja. Das ist allerdings wahr. Aber schön, dass ich dir auch rein strukturell ein Zuhause liefere. Ich brauche eine feste Struktur auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Muss ich mal kurz fragen, weil du den Einband angesprochen hast, das Bild, ist das Backnang? Ja. Toll. Ha. Sehr schön, ja. Guck einmal. Backnang beim Heimspiel gegen Bissingen. Und da bist du dann auch mit deinem Handy oder mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs gewesen, hast die Bilder selber gemacht oder ist man danach nochmal hingefahren, um eben die Bilder passend zu dem Geschriebenen irgendwie zu finden? Ich glaube, 95 Bilder habe ich selbst gemacht, weil ich tatsächlich überall war. Manchmal war ich halt nicht immer nur zum Spiel da, manchmal war ich eben nur im Ground, um das Bild zu machen.
fünf sind teilweise vom Original. Also ich hatte schon beim letzten Buch, hat mir jemand dankenswerterweise Bilder vom Empfang der togolesischen Nationalmannschaft 2006 auf dem Marktplatz in Wangen zur Verfügung gestellt. Ja, sensationell. Oder die Hotelbediensteten vom Graf Zeppelin haben, als die 2006 diese Party bei der Nationalmannschaft war, ja, man denkt ja kaum nur zurück, ne, das ist ein Sommermärchen. Neulich, ja. Jürgen Klinsmann spielte der Umkleide Javier Naidu. Sensationell, ja. Gut also gealtert, würde ich sagen. Ganz schlecht gealtert, sagt man da mittlerweile. und die haben also oben vom zweiten Stock raus privat, weil die ganz fasziniert waren, haben die Bilder geschossen, ja. Und wir hatten Fußballbegeisterter, wie heißt das sowas, diensthabender Hotelier da. Tut mir leid, ich hatte seinen Titel mal auswendig. Der hat mir private Bilder zur Verfügung gestellt, ja, und die habe ich natürlich genommen. Ja, klar. Also nochmal abschließend, dieses Buch müsst ihr euch kaufen. Übrigens, Bernd hat es angesprochen, genauso wie die VfB Stuttgart Fußballfibel. Wir haben euch beide Bücher gerade in der Vorweihnachtszeit ans Herz gelegt. Jetzt gibt's wieder ein Fest. Da könnt ihr wieder verschenken. Und ich würde sagen, ich verlinke einfach beide Bücher nochmal in diesem, in dieser Artikelbeschreibung zu unserem heutigen Podcast. Geht also einfach auf vfbstr.de und kauft am besten beide Bücher, da macht aber wirklich nichts falsch. Und mein Traum, Bernd, ich habe dir das, glaube ich, schon zur Viererkette mal so gesagt, mein Traum wäre es wirklich, mit dir diese einzelnen Standorte abzufahren und einzelne Podcast-Folgen darüber zu machen, weil natürlich so ein Podcast noch das Ambiente mit dazu nimmt und man hört so die Leute um einen herum, man hört die Würstchen brutzeln und die Fans jubeln, wenn dann irgendwie einer ein Tor schießt. Also diese ganze Atmosphäre, die kommt noch mit dazu. Dazu deine tollen Geschichten rund um die Spielorte. Also das wäre noch so ein Projekt. Mensch, wenn ich mal arbeitslos werde, komme ich drauf zurück. Ich weiß, dass du ein neues Rennrad hast. Ja, jetzt genau. Moment. Am Wochenende, dann muss ich... Das wären doch Touren, oder? Ja, pass auf, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dieses Wochenende musst du Rennrad fahren, drohende Ausgangssperre. Du musst wieder Rennrad fahren. Die ganze Woche hatte ich einfach nicht die Zeit dafür, was mich wirklich ärgert. Liegt auch daran, dass ich keine Lampe habe für mein Fahrrad. Aber das ist ein anderes Thema. Ganz Spache. Ja, es ist eine Ausrede, aber dann war es auch noch kühl. Nee, war es ja gar nicht. Ist ja egal. Und gestern habe ich mir fest vorgenommen, so, heute werden wieder 3 Stunden investiert, um ja einfach zu trainieren und besser zu werden auf dem Rennrad. Und dann fragte mich meine Tochter mit ihren Rehaugen, können wir nicht zusammen Fahrrad fahren? Und dann hatte ich natürlich ja wenig Argumente für ein Rennrad, musste mich aufs Mountainbike setzen, bin aber dann mit meiner Tochter 2,5 Stunden eine relativ lange Radtour gefahren für eine 10-Jährige und sie hat das tapfer mitgemacht. Hey, super Tochter. Ja, würde ich auch sagen. Und sie hat jetzt schon gesagt, sie hätte auch gerne ein Rennrad. Bin mir nur nicht sicher, ob man als 10-Jährige schon ein Rennrad braucht, weil ich glaube, es wird auf Dauer relativ teuer. Sollte das zum Hobby werden, kann ich mir alle 2 Jahre ein neues Rennrad für sie rauslassen. Die sind ja auch nicht gerade günstig. Ja, aber besser wie eine Blockflöte. Das Thema, lieber Bernd, das bleibt trotzdem bestehen. Wir haben Blockflöten und ich möchte gar nicht von den Rennmäusen anfangen, die wir haben wir letzte Woche gehabt, Sebastian, nicht wahr? Ja, also besser Rennrad als Rennmaus. Ja, das können wir so festhalten. So ein Rennrad hält dann doch länger wahrscheinlich. Im besten Fall. Außer es ist aus Carbon, weil meine Tochter hat so einen Hang, zwar die Ständer runterzuklappen, aber das Fahrrad in die falsche Richtung zu lehnen, möchte ich mal sagen. Okay, ja, nein, das ist natürlich jetzt, sie macht das gut. Nicht, dass sie den Podcast hört und dann schimpft sie mit mir, dass genau, ich schlecht über sie rede. In vielen Jahren. Genau. Gut, also die beiden Bücher werden verlinkt und sind empfohlen. Vielen Dank euch beiden für diese beiden Bücher, weil die haben mir, wie gesagt, großen Spaß gemacht in der Vorweihnachtszeit. Und ich werde jetzt, denke ich mal, die hoffentlich dann auch bei mir mal irgendwann aufkommende Freizeit nutzen, um wieder reinzulesen, weil beide Bücher sind zeitlos. Das kann man schon mal so festhalten. So, jetzt müssen wir noch ganz kurz das Thema Corona zu Ende bringen, denn es gibt noch einen Themenkomplex, den wollte ich unbedingt heute ansprechen. Und zwar geht es natürlich um das Training der Topspieler, der Millionäre, die sich natürlich irgendwie fit halten müssen. Wir alle wissen, wie das funktioniert. Homeoffice ist ja schon schwer genug. Wenn es dann aber heißt, hey, du machst zu Hause ein bisschen Sport, ja, das machst du eine Woche und irgendwann lässt der Eifer danach und es fehlt natürlich dann auch die sogenannte Trainingshärte. Also schwierig sich, glaube ich, da zu Hause fit zu halten und möglichst
gut aus der Situation dann rauszukommen. Deswegen gibt es jetzt Bestrebungen des VfB Stuttgart, dass man beim Landesministerium ja Kleingruppentraining beantragt und das auch irgendwie durchdrücken möchte. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Sebastian, du als Sportler, ja, der Bernd ist ja auch ein großer Rennradfahrer, aber also ihr beide dann als Sportler seid jetzt gefragt, wie löst man denn das Problem, dass jetzt aktuell die Spieler eben nicht sich fit halten können? Ist es jetzt einfach so und wir müssen damit leben alle, beziehungsweise die Vereine, oder sollte es da von Seiten der Stadt, von Seiten der Länder Möglichkeiten geben, dass man eben dann auch als Kleingruppe trainieren darf? Gute Frage. Also ich habe gesehen, ich glaube, der VfL Wolfsburg hat sein Training tatsächlich wieder aufgenommen, heute. Ja, okay. Mhm. Also die machen noch kein Mannschaftstraining, haben aber wohl, wie ich gelesen habe, eine Ausnahmegenehmigung beantragt dafür und haben sie auch bekommen. Aber sie trainieren auch nicht als Mannschaft, sondern halt irgendwie, sie belegen halt alle vier Kabinen, die sie haben, in Kleingruppen, trainieren im Kraftraum. Also in Niedersachsen scheint das zu funktionieren, vermutlich in Baden-Württemberg auch. Ja, und ich bin da echt hin und her gerissen. Also natürlich kann man auch von einem Profisportler verlangen, sich alleine fit zu halten, aber natürlich wird das nie den Grad der Fitness dann irgendwie erreichen, den man im Mannschaftstraining schafft. Und schwierig, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die nächsten Monate sowieso nicht gekickt wird, ja, könnten sie sich vermutlich auch irgendwie alleine fit halten. Und wie ich so auf Instagram gesehen habe, scheinen die meisten sich ja mit Klopapierrollen irgendwie fit zu halten und zu trainieren. Das hat der Ailton, glaube ich, Werder Bremen auch immer erzählt, dass er sich fit hält, wenn er in den Sommerurlaub fährt nach Brasilien. Und als er dann wiederkam, wusste man nicht, aber ist es Ailton oder Manolo? Also, aber es war dann doch Ailton. Aber wenn man halt irgendwie, ja, ich als Instagram-Experte sieht das, glaube ich, die meisten Profifußballer mittlerweile auch irgendwie so ein voll eingerichtetes Fitnessstudio irgendwie an ihr Haus angebaut haben, glaube ich, dass sie sich ihre Grundfitness auch alleine erhalten können. Vielleicht muss sich dann jeder vielleicht nochmal irgendwie einen Personal Trainer engagieren, falls noch nicht geschehen. Es ist halt einfach wie so eine extra lange Sommerpause. Ja. Aber klar, und wenn du halt sagst, es wird in Kleingruppen trainiert, ja, dann muss halt dann vorher täglich, halbtäglich irgendwie dann auf Corona getestet werden. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich bin da, wie gesagt, ich habe da keine dezidierte Meinung. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich bin der Meinung, wenn du mit dem, was du machst, Geld verdienst und viel, viel, viel Geld verdienst, müsste es auch in der Lage sein, das alleine zu Hause zu machen, dass du zumindest so ein Grundlevel an Fitness dir erhältst und nicht so wie in diesem Bild, was da rumging, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube, der Atakan Kara so hat es auf Instagram geteilt, irgendwie das erste Spiel nach der Corona-Krise, und das war dann so ein Bild von Kreisligaspielern, die alle so 5 bis 50 Kilo Übergewicht hatten. Das ist ja despektierlich. Die sind mindestens genauso gut trainiert inzwischen wie die Profis. Und das mit der, das muss ich auch noch aufgreifen, mit der Toilettenrolle. Also das ist ja noch absurder als dieser komische Trick, den es im Sommer, glaube ich, gab, als alle irgendwelche PET-Flaschen die Deckel abgeschlagen haben. Da, wie hieß denn das nochmal, diese komische Challenge? Verdreckt, ja. Ich ringe gerade nach dem... Das? Ja, auf jeden Fall genauso Blödsinn ist das. Das war dann, keine Ahnung, was es war, Bottle Cap. Ja, genau so hieß es, richtig. Hieß es so, echt? Okay. Ja, Bottle Cap Challenge. Das ist für mich fast schon absurd, dass sie sich da hinstellen und viermal eine Klorolle jonglieren und dann sagen alle, Mensch, das ist aber toll. Wie ihr das könnt, Wahnsinn. Aber ich war vom Klaus Vogt relativ beeindruckt, weil er hat extra kurze Hose angezogen und er hat das gut gemacht. Also, Respekt. Also auch da kann der Präsident punkten, das gefällt uns. Gut, also wir werden sehen, wie das jetzt ausgeht. Bernd, vielleicht noch kurze Frage an dich. Was man jetzt ja sieht, ist, dass die Vereine, die großen Vereine hier in Baden-Württemberg sich zusammentun. Thomas Hitzesberger, Oliver Lecky, Peter Görlich, das ist der Geschäftsführer von der TSG Hoffenheim, falls ihr den nicht kennt, Oliver Kreuzer, Jürgen Machmeier, das ist der Präsident vom SV Sandhausen, und Holger Sannwald, der Vorstandschef von Heidenheim. Die sind im ständigen Austausch, wollen jetzt wohl auch Gespräche mit der Landesregierung arrangieren, um eben diese Kleingruppen Trainingseinheiten irgendwie durchzubekommen. Die Ordnungsämter haben auch schon ja so ein bisschen angedeutet, okay, wenn es
besondere Maßnahmen gibt, dann kann man sich auch vorstellen, dass es eine Sondererlaubnis gibt. Also man öffnet sich da jetzt dann scheinbar dann doch ein Stück weit für den Profifußball. Aber ich denke mal, damit können wir dann auch leben. Also wenn sie dann wenigstens zusammen trainieren dürfen, das ist in Ordnung. Damit kann man leben, ohne dass man das, ohne dass man das Thema allzu zu wichtig macht. Nach meinem Dafürhalten ist auch diese Diskussionen ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir besser morgen oder heute die Saison offiziell abbrechen sollen. Jemand, den möchte ich auch noch kurz erwähnen zum Thema Corona, der es aber auf den Punkt gebracht hat, auch ein Spieler des VfB Stuttgart ist, und das macht mich besonders stolz, denn es gefällt mir natürlich gut, wenn solche Worte aus dem Verein, den ich so sehr anhänge, kommen. Und zwar meinte Holger Badstuber auf Twitter, das muss ich unbedingt noch verlesen, weil ich das wichtig finde: Mein Respekt gilt in diesen Tagen allen, die helfen, wie Ärzte und Pflegekräfte beispielsweise. Denen sollten wir nun applaudieren. Wir Fußballprofis kommen zurück, wenn die Zeit reif dafür ist. Und ich würde sagen, mit diesem Statement können wir das Thema Corona für heute schließen, denn im Endeffekt hat das Holger Badstuber das rübergebracht, was wir jetzt hier gerade anderthalb Stunden diskutiert haben, hat er in einem Tweet rübergebracht und hat das sehr, sehr gut ausgedrückt, würde ich sagen. Gut. Total gut. Props an Holger an der Stelle. Die Jugendsprache darf hier nicht zu kurz kommen. Gut, dann gibt's jetzt noch so ein paar Hausmeistertätigkeiten und natürlich noch das große Thema Frank Fahrenhorst. Nee, keine Sorge, wir lassen es nicht zu groß werden. Aber es wurde letzte Woche bekannt gegeben, dass Frank Fahrenhorst ab dem 1.7.2020 Trainer der U21-Mannschaft werden wird. Frank Fahrenhorst kennt ihr vielleicht noch aus seinen Bundesliga-Zeiten beim VfL Bochum, Hannover 96 und Werder Bremen. In den letzten 3 Jahren war er als U17-Trainer in der Knappenschmiede auf Schalke aktiv und ist komplett an mir vorübergegangen, aber er muss irgendwie die letzten 10 Jahre schon in verschiedenen Funktionen beim FC Schalke irgendwie rumgebracht haben und dann, wie gesagt, jetzt in den letzten 3 Jahren die U17 betreut haben und wohl auch ganz gute Arbeit geleistet haben. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen, wie gut die Arbeit ist, aber wir werden uns dann vielleicht ab 1.7. davon ein Bild machen können. Und der Herr Fahrenhorst hat auch noch ein schönes Zitat gebracht, das vielleicht auch so ein bisschen das unterstreicht, was wir von Thomas Rücken in den letzten Monaten ab und zu mal gehört haben, dass er ja schon innovative Ideen hat mit dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB. Herr Fahrenhorst sagte nämlich, die ambitionierten Ziele, die der VfB in der nächsten Zeit erreichen will und was im Nachwuchsleistungszentrum bewegt werden soll, das deckt sich in vielen Aspekten mit meinen Vorstellungen. Ich freue mich, zukünftig im Nachwuchsbereich des VfB arbeiten zu dürfen und bin dem Verein dankbar, dass er mir diese Aufgabe anvertraut. Klingt jetzt erstmal so, als ob Herr Rücken da wirklich ein paar gute Ideen hat fürs Nachwuchsleistungszentrum, sonst würde er es vielleicht jetzt, also der Fahrenhorst, nicht so herausstellen, dass das irgendwie sich besonders gut mit seinen Vorstellungen deckt. Ja, gibt es irgendwelche Meinungen von eurer Seite zu Frank Fahrenhorst, außer dass... Meine Meinung ist, dass ich beobachte schon eine ganze Weile, ich bin derjenige, der noch nie ein gutes Wort über Schalke verloren hat, beobachte trotzdem mit gewissem Neid, dass es denen immer gelingt, wieder Jugendliche in die, also wirklich gute Jugendliche, auch in die Bundesliga-Mannschaft zu integrieren. Und das hat sicherlich in der U17, spätestens in der U17 den Ursprung. Und deshalb glaube ich schon, dass das eine Personalie ist, die wir mit sehr großer Zuversicht begleiten sollten. Denn wenn der nur ein bisschen was die Schalker da können, ja, Elgert vor allem vorne dran als Elder Statesman der Schalke-Jugend, wenn der da ein bisschen was mitbringen kann zu unserer eh schon jetzt langsam wirklich wieder besseren Jugendarbeit, wenn der da noch ein paar Puzzleteile beitragen kann, dann ist es hochwillkommen. Und ich freue mich da schon sehr auf die Ergebnisse. Ich glaube, dass es ein guter Schritt ist. Ja, also Norbert Elgert muss man natürlich an der Stelle erwähnen, wenn man über die Knappenschmiede spricht, der U19-Trainer seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die Bayern haben jetzt erst versucht, ihn irgendwie abzuwerben. Das ist allerdings misslungen. Hätte mich auch gewundert, wenn
Elgert dann nochmal weggeht von Schalke. Aber Bernd, in dem Alter sagst, noch, das gibt mir Hoffnung. Ja, aber wie du halt schon sagst, also das fängt ja nicht in der U19 an, dass man Spieler erfolgreich ausbildet, das geht schon viel früher los und Frank Fahrenhorst wird da nicht allzu viel falsch gemacht haben, wenn er 3 Jahre lang als U17-Trainer tätig war. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass diese Personalie jetzt geklärt wurde. Hätte mir natürlich etwas schönere Umstände für Frank Fahrenhorst vorstellen können, weil der weiß ja im Endeffekt jetzt gar nichts, wie es im 1.7.2020 dann für ihn weitergeht in der Oberliga oder wo auch immer. Sonst wo. Ja. Weil ich glaube, die Oberliga hat schon relativ klar signalisiert, dass da nicht mehr allzu viel passieren wird in der Saison. Bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Also gerade für die Vereine, die natürlich da auch auf die Einnahmen angewiesen sind, zum Beispiel die Kickers. Ja, denen würde so ein Aufstieg mit Sicherheit gut tun. Und ja, ich bin mal gespannt, wie da Lösungen dann geschaffen werden für diese etwas in Vergessenheit geratenen Vereine. Ja. Die Kickers genau, haben ein Fahrrad-Fanclub, der regelmäßig mit dem Fahrrad zu Auswärtsspielen fährt. Und der Fahrrad-Fanclub findet es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die da in der Klasse bleiben, weil die können weiter die Ziele dann halbwegs mit ihrem Bike erreichen. Keine schlechte Sichtweise. Mein bester Freund ist Nürnberg-Fan. Und der hat sozusagen seinen privaten Fahrrad-Fanclub, denn der fährt zu jedem Heimspiel des Clubs von Kirchheim, Unterteck nach Nürnberg. Wah? Ja. Oh. Ich muss aber jetzt, Tobi sieh's mir nach, dass ich das jetzt raushaue. Er hat aber seit 2019 sich jetzt so ein E-Bike geholt. Davor ist er aber immer, Du verlinkst dann bitte sein Strava-Profil in Shownotes, oder? Oh, weil, ich da sowas hat. Also, das ist sowieso das Erbärmlichste gewesen, was mir je passiert ist. Das muss ich jetzt auch noch kurz aus dem Nähkästchen erzählen, dir die Geschichte. Und zwar hatte ich schon mal so eine Fahrradphase, möchte ich sagen. Es war keine Rennradphase, sondern ich bin mit einem Mountainbike einfach gerne Berge hochgefahren. So. Und dachte, Mensch, bin ich richtig gut unterwegs, jetzt nehme ich mal meinen Freund Tobi mit, von dem weiß ich zwar, dass der, wie gesagt, alle 2 Wochen nach Nürnberg fährt, aber sonst trainiert er eigentlich jetzt nicht großartig mit dem Fahrrad. Und dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, auf den Hohen Neufen hochzufahren. Und ich schmunzelte schon so leicht, weil ich merkte, als wir bei uns losgefahren sind, Mensch, der Tobi, der legt aber schon ein ordentliches Tempo vor, der wird sich aber nachher wundern, wenn es dann Kirchtellensfort den Berg da hochgeht. Tja, weit gefehlt. Irgendwann war es wirklich so, dass er bestimmt 10 Minuten auf mich gewartet hat, bis ich ihn dann eingeholt habe. Und ich wirklich mit einem hochgerüsteten Mountainbike bin ich da hochgefahren. Natürlich in Radlerhose, also richtig professionell. Und er mit so einem klapprigen alten Herrenrad in Jeanshose. Es war wirklich erbärmlich. Und ab dem Tag habe ich auch zu ihm gesagt, du brauchst mich nie wieder fragen. Ich werde mit dir keine Fahrradtouren mehr machen. Es ist einfach so erniedrigend. Und weiß nicht, ob er gute Gene hat oder einfach nur Talent. Keine Ahnung. Also er hat mich da ordentlich stehen lassen, muss ich sagen. Bergab konnte ich dann mithalten übrigens. Gut. Aber nochmal ganz kurz zurück. Genau. Ja, aber er wiegt auch noch mehr als ich. Das ist leider gar nicht so. Ja. Ja. Nochmal kurz zurück zu Frank Fahrenhorst. Damit hat dann die VfB U21 einen Trainer, der tatsächlich 2 A-Nationalländerspiele bestritten hat, wie ich ergoogelt habe. Ja, 2004 gegen Österreich und gegen Brasilien. Tja, das ist schon. Kann man wahrscheinlich angeben. Die Kids mit beeindrucken. Also so jung sind die gar nicht, aber ja. Das stimmt, der eine oder andere ist nicht ganz so jung. Ja, aber das ist schon mal was, ja. Nee, aber ich finde es halt gut, weil der Name Frank Fahrenhorst wurde ja relativ schnell gehandelt, nachdem Paco Vaz den Flieger nach China genommen hatte. Und dann gab es ja echt so ein Stück weit eine Hängepartie und so nichts Genaues weiß man nicht. Aber es hat ja schon den Anschein, als ob sich der VfB relativ stark um ihn bemüht hat und ihn jetzt doch irgendwie loseisen konnte. Insofern zähle ich jetzt mal die Bekanntgabe oder die offizielle Bekanntgabe seiner Verpflichtung als U21-Trainer als Verhandlungserfolg für den VfB. Ich würde es vor allem wichtig finden, dass die U21 mal wieder auf dem Trainerposten, ähnlich natürlich wie die Profis, eine langfristige Lösung findet. Mhm. Weil auch da gab es in den letzten Jahren einfach viel zu viele Wechsel. Und ja, für mich ist es halt einfach total schädlich für die Jungs, die dann eben von der U19 hochkommen und dann nochmal so einen Zwischenschritt gehen sollen. Finde ich es halt enorm schwierig, wenn da ständig wechselndes Personal mit unterschiedlichen Vorstellungen handeln darf. Und von daher hoffe ich einfach, dass Frank Fahrenhorst jemand ist, der jetzt auf ein paar Jahre vielleicht hier beim VfB gute Arbeit leisten kann. Und wir sind ja schon froh, wenn wir einfach nur die 4. Liga halten, wenn wir dann mal aufsteigen, dann ist ja eigentlich schon alles gut.
Gut, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwelche Themen, die wir jetzt vergessen haben? Sebastian, du bist ja da jemand, der dann in den letzten Tagen eher das Geschehen so ein bisschen beobachten konnte. Ich war beruflich einfach zu sehr angespannt. Habe ich was verpasst? Du musst überlegen, also nein. Nein, du hast aktuell nichts verpasst. Ich könnte noch, das ist jetzt wirklich auch schon sehr off-topic, noch kurz empfehlen. Streaming-Dienste haben ja in Zeiten von Corona wirklich Hochkonjunktur und ihr alle habt mittlerweile vermutlich ein Netflix-Abo und dort gibt es eine neue Serie, die ist, ich weiß gar nicht, gestern, vorgestern, heute Morgen kommt die raus, heißt The English Game. Und erzählt die Frühgeschichte des Fußballs. Und da wir alle mehr Zeit haben als sonst, wenn wir nicht mehr rausgehen. Ich habe tatsächlich noch gar nichts davon gesehen, aber sie wird hochgelobt. Netflix, The English Game, erzählt die Frühgeschichte des Fußballs. Ich weiß nicht, ob Stuttgart eine Rolle spielt, weil wenn man im Mercedes Museum ist, dann erfährt man ja auch, dass irgendwie die Engländer das bei ihren Kurbesuchen wohl mit nach Stuttgart gebracht haben. Das weiß ich nicht, ob es da irgendwie auch eine Rolle spielt, aber auf jeden Fall, wer wissen will, wo der Fußball herkommt und irgendwie dem, wenn euch langweilig ist, schaut es euch mal an. Eine der frühesten Erwähnungen überhaupt in der Literatur und in den Archiven vom Fußball stammt tatsächlich aus Stuttgart. William Cale, der spätere Präsident des Rugbyverbandes in England, hat eine Zeit in Cannstatt verbracht als Jugendlicher. Und der hat später, viel später, in seinen älteren Jahren zu Protokoll gegeben, dass er schon in Cannstatt 1865 Fußball gespielt hat. Das ist neben Dresden die früheste datierte Erwähnung von Fußball überhaupt in ganz Deutschland. Viel älter als dieser Sportlehrer Koch in Braunschweig, viel älter als alles andere. Das 1800, ist wann? 58? 1865. Ach, 65. 1865. Der hat mich da sehr, sehr, sehr tolle Vereinshistoriker des VfB drauf aufmerksam gemacht. Sensationell. Wir sind wirklich so früh dran gewesen. Und das leitet mich, und deshalb erwähne ich es auch zum Tipp noch, den ich von meiner Seite ausgeben will, durchaus auch mit Eigeninteresse, weil ich daran mitgearbeitet habe. In den nächsten 14 Tagen erscheint wieder eine Ausgabe des fußballhistorischen Magazins Zeitspiel. Magazin für Fußball-Zeitgeschichte, herausgegeben vom Hardy Grüne unter meiner Mitarbeit. Das Schwerpunktthema ist exotisch genug, um wieder in die historische Reihe zu passen. 1920, das Jahr 1920 war, wie ich jetzt weiß, nach dem Ersten Weltkrieg das Jahr, in dem der Fußball wirklich zu erste Mal signifikant zu einem Phänomen der Massen aufgestiegen ist. Und dieses Jahr zeichnen wir nach in vielen Städten und mit vielen Vereinen und mit vielen Belegen. Ich hatte die Freude, mit dem Autor von Stuttgart in the Roaring Twenties zu sprechen, mit Dr. Jörg Schweikart, den habe ich interviewt, und er hat mir auch einige schöne Beispiele von Fußballphänomenen aus 1920 und den frühen 20er Jahren mitgegeben, die er dankenswerterweise mir erzählt hat. Es war ein wundervoller Vormittag, dieses Interview, und ich habe es aufgeschrieben, und es erscheint in den nächsten Tagen im Zeitspiel Magazin. Eine unbedingte Abo-Empfehlung. Das erscheint auch nicht so oft, einmal im Vierteljahr, und ist ein Projekt, an dem niemand was verdient, außer, ich glaube, Hardy ein bisschen. Und der finanziert seine Reisen nach Pirmasens, nach Osnabrück und zu Bayern Hof damit. Also es ist echt gut angelegt. Und also das wäre genau für die Corona-Zeit wirklich eine Empfehlung für alle. Würde mich freuen, wer das abonnieren mag, dann nachdem er die erste Ausgabe gesehen hat. Herzlich gerne, vielen Dank für diesen Werbeblock. Ja, und wer noch mehr dann von Hardy Grüne lesen möchte, dem kann man natürlich auch Fußballheimat Niedersachsen und Bremen empfehlen. Denn da hat er seine Beobachtungen aufgeschrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch Spaß macht, da mal so ein bisschen über die
Grenzen Baden-Württembergs hinauszuschauen und ein bisschen zu lesen, was so im hohen Norden auf diversen Ackern vor sich geht. So, dann muss ich natürlich auch noch einen Tipp, einen Zeitvertreib-Tipp hier abgeben. Und ich entscheide mich für das gute alte Buch und sogar für einen richtigen Klassiker. Aber oft verschmäht von dem einen oder anderen, aber für mich ist es das beste Buch, das ich je gelesen habe. Und zwar Mein Name sei Gantenbein von dem von mir sehr geschätzten Max Frisch. Ein Buch, das man nicht so einfach nebenbei auf dem Klo lesen kann. Denn das Buch fordert auch so ein bisschen, dass man sich selber ein paar Gedanken macht zu dem, was da so passiert, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber ich denke mal, wer Mein Name sei Gantenbein noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt nachholen und hat da jetzt die Zeit, dann auch so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, was Max Frisch als Schriftsteller anbelangt. Also, das ist meine Empfehlung an euch. Vielleicht ziehen wir das jetzt so durch in der Corona-Zeit, dass wir immer ein paar Tipps für die vielleicht einsamen Samstagnachmittage zur Hand reichen. Ja, oder für die einsamen Montag- bis Freitagnachmittage. Wir haben also grad, sag mal, ja, relativ viel Zeit. Ich fand es so schön, wir hatten, das kann man ja kurz sagen, wir hatten den Bernd relativ kurzfristig angefragt für heute Abend, denn wir haben ihn am Sonntagabend angefragt und er sagte, na, hat dann geschrieben, er weiß nicht, ob er nicht irgendwie heute Abend dann noch irgendwie außer Haus geht und Freunde trifft. Und dann, nee, es ist ja Corona-Zeit, also ist er zu Hause und hat Zeit und es hat auch was Gutes. Ne? Jetzt haben wir Bernd als Gast heute Abend. Vermutlich wäre sonst irgendwie, würde um Block ziehen, aber ja, also wir nehmen, wie es kommt und wir freuen uns. Ich habe mich sehr gefreut. Schönste Zeitvertreib zur Corona-Zeit. Ich hoffe, die Hörer teilen diesen Eindruck. Also, ich teile ihn auf jeden Fall. Es war eine wundervolle Ausgabe mit dir. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Folgt dem Bernd bitte auf Twitter. @sauterbernd ist der Twitter-Handle. Außerdem könnt ihr alle Bücher von Bernd auf sautersbücher.de bestellen und das stimmt, oder? Man kann alle Bücher über diese Seite ja, von dir beziehen. Mail, ja, Mail an mich, ihr kriegt sogar gewidmet. Guck, sehr gerne. Also nutzt diese Gelegenheit. Man weiß ja gar nicht, wie lange das noch möglich ist. Irgendwann hat er so tolle Bücher geschrieben, dass er uns gar nicht mehr kennt. Ist jetzt schon auf dem besten Wege dorthin. Dann gibt's natürlich die Artikel von Bernd auf Propheten der Liga, liga-der-propheten.de ist die Webadresse. Auch das werden wir nochmal verlinken. Da gab es dann eben ja auch den Artikel, über den wir zu Beginn der Sendung gesprochen haben. Wie gesagt, wird alles verlinkt unter vfbsdr.de. Und auch noch von mir der Hinweis, Zeitspielmagazin, Bernd hat es gerade eben alles schon erzählt, die 18. Ausgabe steht an und sie befasst sich mit dem Jahr 1920, man könnte sagen 100 Jahre Massenphänomen Fußball. So könnte man es ja eigentlich überschreiben. Ja, Bernd, also vielen Dank, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Es war mir wirklich eine Ehre, mit dir hier ausführlich über die Corona-Krise und die Fußballkrise sprechen zu dürfen. Danke, danke, danke. Danke an euch. Sebastian, von euch, Vertikalpass, gab es eben von dir verfassten Artikel, über den haben wir auch gesprochen. Ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen dir Feuer unterm Arsch gemacht, wie man so schön sagt. Ja. Hoffentlich gibt es da jetzt so ein paar Artikel von euch und du hast direkt geliefert. Deswegen jetzt hier auch wieder die Frage, können die Vertikalpass-Ultras sich dann auch auf die kommende Woche und auf neue Artikel freuen? Ja, ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich bin jetzt tatsächlich mit dieser Homeoffice-Situation, also ich groove mich da so rein. Ich hatte es ja gesagt, am ersten Tag war ich ein sehr guter Lehrer für meine zwei Kinder, war wahrscheinlich nicht so ein ganz guter Angestellter, weil ich habe dann irgendwie viel Schule und wenig Arbeit gemacht. Am Tag drauf war ich ein super guter Angestellter, habe total geliefert. Die Kinder haben halt viel zu viel Fernsehen geguckt, da war ich ein schlechter Lehrer. Und ich glaube jetzt so in der zweiten Woche kriege ich das in Einklang, Homeoffice, Homeschool, Home-Vertikalpass und dann kommt er jetzt auch wieder auf allen Kanälen, sei es Büro, sei es Schule, sei es Vertikalpass, da kommt wieder mehr. Sehr schön. Ed Butze, ich freue mich schon. Wer nicht? Ja. Ed Butze ist dein Twitter-Account, ich habe es vorhin schon gesagt, Corona-News en masse und dazu auch noch tolle Drohnenaufnahmen. Also das habe ich mir gerade hier, währenddem ich mit dir spreche, noch angeschaut. Du hast ja eine Drohne. Ich habe eine Drohne und die Aufnahme ist tatsächlich schon ein bisschen älter, aber ich habe mir gedacht, du darfst ja nicht über Menschenmengen fliegen, ne, und gar nicht über Wohngebieten, aber es gibt ja keine Menschenmengen mehr und du hast irgendwie, du darfst nicht mehr in Gruppen raus, also ehrlicherweise kommt das meinem Leben komplett entgegen, weil ich habe keine Freunde, ne, also ich gehe sowieso nicht raus und wenn ich rausgehe, gehe ich Fahrrad fahren oder ich gehe laufen, bin ich eh alleine. Und ich habe mir überlegt, wenn es jetzt keine Menschenmengen mehr gibt, dann kannst du mit der Drohne eigentlich überall fliegen und ich glaube, ich muss jetzt in dieser Woche mal wieder das Rad schnappen und vielleicht dann doch mal wieder so ein bisschen Richtung Stuttgart fahren und da vielleicht mal die ein oder andere Aufnahme machen. Also
All das könnt ihr dann mitverfolgen unter @butze auf Twitter. Und natürlich auch alles, was der Vertikalpass so von sich gibt, ebenfalls auf Twitter unter @vertikalpass. Also das kann ich euch hiermit nochmal ans Herz legen. Tja, und dann sind wir eigentlich soweit durch. Nächste Woche gibt es dann auch wieder irgendein Thema und irgendeinen Gast hoffentlich, mit dem wir über dieses Thema dann eben sprechen werden. Was uns da erwartet, keiner weiß es. Wir alles ist ungewiss. Wir fahren total auf Sicht aktuell. Also von daher, vielen Dank, dass sich der Bernd so kurzfristig Zeit genommen hat. Wir haben es jetzt oft genug gesagt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao. Genau, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Yeah.